Da sind wir. Schönen guten Abend zum Bierabo November 23. Sorry, ich stand gerade auf dem Schlauch. Aber das liegt daran, dass ich schon wieder so verwirrt bin, weil wir haben schon wieder einen Location-Wechsel und einen neuen Gast. Kennen vielleicht manche von euch den jungen Mann neben mir, Xaver von Isar-Kinde. Servus. Und den habe ich mir heute eingeladen. Ihr habt das ja in eurem Paket schon gesehen. Da ist auch das neue Isar-Kindl Wildhopfenbier dabei. Der Typ hat sich das ausgedacht. Legende, ja. Und dann dachten wir, na, da ist er spitzenmäßig, wenn der mal vorbeikommt. Außerdem trinke ich mit dem Typen wahnsinnig gerne Bier. Und Danke für die wenn Einladung. man das so nachmittags machen kann, umso besser. Gleich als Vorwarnung, Xaver hat gesagt, wir teilen uns die Biere, wir trinken doch da jeder jetzt ein Sechser. Challenge accepted. Mal gucken, ob wir das durchziehen. Könnte sein, dass hinten raus vielleicht schwierig wird. Aber mal gucken. Ja, du hast mich ein bisschen falsch verstanden. Ich habe gedacht, du nimmst mich nicht ernst, aber Nee. Es Franz ist, ist jetzt so, wie es was das ist. angeht, gleich ziemlich ernst und konkret und Ja, es gleich wieder dazu gelernt. gesagt ist gesagt. Wie gesagt, wir sind hier in der Bierkiste zu Gast, deswegen wundert euch nicht, wenn es hier vielleicht mal im Hintergrund kurz ein bisschen Gerappel gibt, weil jemand was aus dem Kühlschrank zieht. Das kann hier natürlich passieren. Wir sitzen hier nämlich im laufenden Betrieb. Alles schon in Vorweihnachtsstimmung am Einkaufen. Der Roman hat uns hier hinten schon so Weihnachtsbeleuchtung angemacht. Vielen Dank dafür. Im berühmt-berüchtigten grünen Salon. Genau, wo Ja, es darf ich die hier auch ganzen mal Bier trinken? Spezialitäten gibt. Nice. So. Fangen wir an mit dem ersten Bier, oder? Bevor wir weiter schnacken. Sunny Little Thing von Sierra Nevada. Damit geht's los. Importware. Freue ich mich Wow. drauf. Sierra Nevada, für die, die es nicht wissen. Also das ist ja nun bei euch da draußen, die ihr ja auch alle Bierfans seid offensichtlich. Die meisten kennen wahrscheinlich Sierra Nevada. Das ist ja schon ein Household Name. Absolute Pioniere der Craft Beer Revolution, wie sie es genannt haben damals. Das amerikanische Pale Ale schlechthin, oder? Genau. Haben sich einen eigenen Bierstil kreiert und ziehen entsprechend immer wieder Preise für ihren eigenen Bierstil ab. Ja, und haben 1980 angefangen, aber als Garagenbrauerei und sind bis heute, und das finde ich toll, immer noch Privateigentum. Also nichts mit, da hat sich niemand eingekauft und ist jetzt niemand Großes dahinter, sondern es ist ein Typ, Ken Grossman, der das auch damals gegründet hat, mit einem anderen zusammen, dessen Namen mir gerade leider entfallen ist. Und genau. Der Maßstab der amerikanischen Ja, Craft-Beer-Szene. mein Schaum ist schon zusammengefallen, guckst du mal. Prost da draußen, Prost. Prost Xaver, schön, dass Franz, du da danke für die bist. Ja, Einladung. Super gerne. geil. Viel Spaß. Schnuppern wir mal. Ich finde das ja auch immer schön, sie schreiben mir ja mal oben hier auf die Dosen, da könnt ihr mal gucken. Da ganz oben am Rand, da steht immer Family. Family owned, operated and argued over. Ein Citrus Wheat Ale. Hat was Was? Zitruslastiges. Auf alle Fälle. Was soll uns das sagen? Sagen wir, ein Citrus Wheat Ale. Also ein Ale. Immer wenn Leute mich fragen, was ist denn ein Ale oder was ist ein Pale Ale, dann sage ich denen in der Regel, wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, sage ich, du kannst das ein bisschen vergleichen mit einem Weißbier. Ja, würde ich auch sagen, man muss es erstmal so einfach wie möglich halten. Wenn derjenige dich dann schief anschaut, dann weißt du, dass er sich besser auskennt. Wenn er nickt, dann weißt du es genau. Aber sonst, Ale liegt halt an der Hefe, gell? Es gibt Weißbierhefen, es gibt Lagerhefen und es gibt eben auch Alehefen und die vor allem im englischen, britischen Bereich eingesetzt werden. Ja. Da ist, wo man bei uns Pils oder Helles trinkt, trinkt man im anglo-amerikanischen Stile trinkt man Ales, Pale Ales oder India Pale Ales oder eben ein Citrus Wheat Ale. Also das finde ich so ein bisschen irritierend, dass sie es Wheat Ale genannt haben, aber ich habe jetzt auch noch mal drauf geschaut. Es ist ja auch Weizenmalz drin und Hafermalz. Aber mehr Und Gerstenmalz nach wie vor, gell? Weil Gerstenmalz zuerst drauf steht, alles ja. was früher dran steht, ist zu mehr drin. Also mehr Gerstenmalz als Weizenmalz, mehr als mehr Hafermalz, Also Orange sogar, wir wissen es jetzt nicht Grapefruit. genau.
Dann eben Orange, Grapefruit und die üblichen Hopfen. Da würde ich mal, ich tippe ganz stark auf Citra. Wäre mein Tipp. Aber Steht gar nicht drauf. Was eigentlich ganz üblich ist, so in der Craft-Beer-Szene, dass man es auch deklariert, welche Hopfensorten drin ist. Nicht, dass man es machen müsste, aber viele. machen gar nicht so viele, wie man denkt. Wir machen es ja auch nicht bei Tillmanns, muss ich ehrlich zugeben. Wir Ja. schreiben es nicht drauf. Wir schreiben es aber auf die Internetseite, also man kann es mal nachschauen. Wahrscheinlich kann man es hier auch sicher nachschauen. Ich meine, das ist wahrscheinlich wieder ein Special-Bier oder ist das ein Es ist laufendes. kein ganz, also sie haben ja diese Little Thing Serie, wo sie immer, es gibt ja auch das Sour Little Thing, vielleicht bringen wir euch das auch nochmal, vielleicht gibt es das zu Weihnachten. Mal schauen. Wobei das schon ziemlich gut zu Weihnachten passt. Also dieser Findest Zitrus du? voll. Ich finde, das hat Also aber auch gleichzeitig was total Sommerliches. ja, aber die Zitrus, Orange und so, Mandarinen oder Clementinen, wie Okay, man sagt, das passt ja. schon in die weihnachtliche Zeit. Ja, da hast du nicht ganz Also Unrecht. vom Bierstil eigentlich nicht, weil es eher leichter ist und heller, stimmt. Deswegen Ja. passt es eher in die sonnige Zeit, aber wir trinken es auch im November Ja, auf bei jeden Fall. Schiedwetter. Eben, es ist so schlechtes Wetter da draußen, da muss man sommerliche Biere, finde ich, drinnen trinken. Ich stelle mir jetzt uns beide an so einem Strand vor. Nein, nicht, nein, wir beide nicht. Wieso denn? Wir könnten uns auf so Strand liegen, da Ja, in Hamburg rumgammeln vielleicht, und irgendwie am uns da. städtischen Band irgendwo, aber jetzt mit dir in der Südsee. Ja, vielleicht, wer weiß, irgendwie kann ich es mir gerade nicht Es wäre keine 10 Minuten da, irgendwie, da wird er schon gehässig. Ich glaube, ich spinne. Naja, Naja. gut. Geht ja gut los. Also für Ale, das ja mit der Hefe schon alleine starke Aromatiken bringt, ist es ein ziemlich süffiges Bier, finde ich. Die Ich finde auch. 5% schmecken eher wie so ein Leichtbier, 3,5, 4%. Ja, ich finde auch, das schmeckt extrem leicht und geht gut runter. Wobei der Schaum, genau, der macht es jetzt gerade nicht so einen Warum warm, hält er oder? bei dir hält er und bei mir nicht? Bin halt ein bisschen geübter. Ich bin auch Profi, Franz. Du darfst mich heute, genau, Profitrinker. ja, ich bin Sachverständiger. DLG-Sachverständiger für Bier und Biermischgetränke. Endlich gerade Seht mein Zertifikat erneuern lassen. ihr mal, was ich mir hier für Experten einlade? Da muss man auch sagen, es ist ein Unterschied zum Biersommelier. Also ich habe keine Ahnung von Bierpräsentation, aber dazu bin ich da, um zu lernen, weil der Franz macht das öfter. Ich darf oder kann Biere professionell bewerten. Aber nur bewerten, hat es irgendwelche Fehler oder ist es irgendwo in Ordnung? Aber ist der Unterschied zum Präsentieren, weil Präsentieren ist einfach auch zeigen, was kann das Bier, wohin passt es, zu welchem Essen passt es. Du kannst mir jetzt sicher sagen, zu welchem Essen es am besten passt, in welche Jahreszeit haben wir schon geklärt. Also, wie gesagt, du sagst ja, es passt ins Winterbier, in den Winter rein. Ich würde ja nach wie vor behaupten, das wäre für mich jetzt eher was Leichtes. Ich würde es auch eher zu was Leichtem zum Essen machen. Jetzt macht er hier, erst stänkert er mich an, dann macht er gleich noch Sauerei hier auf dem Boden. Unglaublich, unglaublich. Diese Landlammer, wenn man die einmal einlädt. Also ich bin jetzt essenstechnisch, wäre meine Empfehlung zu diesem Bier tatsächlich vielleicht irgendwie so leichte Pasta. So Frutti di Mare oder sowas. Kann ich mir dazu gut Ja, vorstellen, dass oder das richtig wenn Spaß Fleisch, macht. dann auf jeden Fall weißes Fleisch, nichts Genau, Schwerelastiges oder so. nichts so Heftiges und auch nichts, was so über den Geschmack drüber prügelt, weil ich finde es relativ mild. Also es hat eine schöne Zitruskante, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du da jetzt mit dem Reragu kommst, dann ist es weg. Also Da kommen vielleicht noch Biere. dann Also wenn hast ihr du nichts unbedingt mehr von dem. Reragu machen wollt, dann haben wir vielleicht noch das passende Bier. Das Aber ich weiß auch nicht, was auf mich heute könnte wohl noch passieren. zukommt. Ja, ich habe meinen Spickzettel, den konnte ich nicht ausdrucken, weil der Drucker hier in der Bierkiste, der funktioniert genauso gut wie die Heizung, nämlich gar nicht. Also zumindest heute nicht. Deswegen, wenn wir nachher hier in so Decken eingewickelt sind, dann müsst ihr euch auch nicht wundern. Wir sitzen schon auf welchen und Franz hat Genau. nicht umsonst die Mütze auf und ich habe eine Regenhose tatsächlich an, sieht man Aber mal nicht, aber meine Mütze habe ich ja fast immer.
Und es wird schon noch warm. Genau, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Im Zuge dieses Tastings wird uns auf jeden Fall noch warm. Da machen wir keine Sorgen. Aber jetzt, wenn du das Bier jetzt mal ganz persönlich bewerten willst, also Der nicht. Geruch ist super, weil er nicht so aufdringlich ist. Ist tatsächlich eine schöne Orangennote. Jetzt, wo ich es halt gelesen habe, gell, das ist ja immer das Ding, wenn man es dann liest, dann weiß man es auch. Orange und Grapefruit, schöne Noten. Ne? Gar nicht so das Zitrus, denkt man jetzt Zitrus, irgendwie Zitronen, diese stechend säure Zitronenlastige. Das ist es gar nicht unbedingt, nämlich eher süßlich, wie die Orange im Geruch. Und das ist relativ trocken vergoren für ein Ale und passt deswegen ganz gut, weil es irgendwie einfach, also wenn es trocken vergoren, also trocken ist, für mich auch relativ süffig ist und leicht, also vom Körper einen sehr leichten Körper hat und gut süffiges Bier auf jeden Fall für den Start ist. Und also es ist immer so die Frage, gell, wenn man was riecht zuerst, passt es dann zum Geschmack? Ich schmecke es jetzt nicht, was ich rieche, aber es heißt nicht, dass es nicht passt. Also es ist einfach im Geschmack, merke ich vom Hopfen schon ein bisschen was, aber nicht diese Es ist nicht starke Orangen, überbordend. genau. Ja. Was man ja Und früher zum Beispiel oder Sierra Nevada oder gerade amerikanische Craft-Biere halt einfach gern machen, dass sie es halt voll übertreiben. Aber Sierra Nevada hat es halt auch drauf, gerne. Das sind Pioniere, die haben als einer der ersten das klassische englische Pale Ale als Amerikaner Hopfen gestopft. Wobei dieses Pale Ale anscheinend gar nicht Hopfen gestopft ist, nämlich alles nur im Heißbereich benutzt, ja, eingesetzt wurde, das habe wusste ich ich gar ganz, nicht. ja. Aber Sie haben auf jeden Fall also 43 Jahre Ja. Brauerfahrung. Das merkt man bei denen. Vor allem bei den Amerikanern, was nicht selbstverständlich ist. Ich habe jetzt gerade der Kollege Simon, der hat leider heute keine Zeit. Wo ist der eigentlich? Der ist beim Arbeiten. Also ich bin auch beim Arbeiten Ich zum wollte gerade sagen, also Glück. wir doch auch. Und der war jetzt vor kurzem in Chicago und hat mir wieder von amerikanischen Craft Beer oder Brauszene erzählt und war wieder in höchstem Maße enttäuscht. Da fahren ja so viele Deutsche, fahren nach Amerika und also Brauer, was ich halt so kenne, und die probieren natürlich die amerikanischen Biere und erwarten sich halt enorm viel, weil halt da eine extreme Bewegung für uns, maßgebliche Bewegung herschwappt. Und durch die Bank kommen sie nach Hause und sind extrem enttäuscht von den Bieren. Und diesmal war es auch Echt? wieder so. Doch der Tissi vom Weinstephan von der Staatsbrauerei Weinstephan war letztens auch wieder, also der ist öfter dort, weil er Brand Ambassador von Weinstephan ist und die ja viel exportieren nach Amerika und der ist Ja. im höchsten Maße enttäuscht, weil die halt, die machen, die haben es halt, es ist gar nicht böse gemeint, weil die halt auch das Know-how nicht haben. Oh, jetzt wird hier aber ausgeteilt, ey. Ja. Spannend, Anscheinend, also spannend. ich erzähle dir jetzt bloß aus Drittinformationen, sorry, aber es ist halt, wie es jetzt zum Beispiel auch in Frankreich ist, wo ich im Urlaub war, ist halt, da kommt schon Know-how, aber die machen jetzt erstmal Standardbiere und versuchen halt über den Hopfen Akzente zu setzen und das ist halt oftmals lieber zu viel als zu wenig und dann ist es halt drüber und es ist total ein durchgegangenes, einfaches. In der Regel ein Ale, das dann noch pasteurisiert ist, das ist ja ein Jahr Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Aber wir reden jetzt über Biere, die halt nicht passen. Und das kann sich Sierra Nevada halt nicht leisten, weil Sierra Nevada hat Ja. nicht umsonst diesen weltweiten Erfolg, nicht nur in Europa, in Amerika, Südamerika, weltweit. Namen, die holen sich nur die besten Brauer, die und das merkt man halt auch immer wieder. Es macht schon Spaß, wenn man dann ein Importprodukt hat. Bei Importprodukten bin ich generell einfach vorsichtig, weil es oftmals einfach in die Hose geht, weil es halt auch einmal über die halbe Kugel geschifft wird und kaputt gehen kann. Ja. Und das ist jetzt bei Sierra Nevada einfach durch die Bank nicht der Fall. Nee, die Qualität, die man da kriegt, ist durchgängig gut.
So, und Ja, jetzt. ihr seht schon, ich habe mir also einen meinungsstarken Gast eingeladen. Finde ich super. Das freut mich sehr. Ja, aber also wenn es Nein, das um Bier. finde ich richtig gut, weil ganz oft entweder haben meine Gäste gar nichts mit Bier am Hut, also so auf professioneller Ebene trinken die einfach nur gerne. Oder alle sind immer so ein bisschen, die anderen sind auch immer so ein bisschen zurückhaltender und nicht gleich so einfach mal so einen Böller raushauen und sagen, man ist von der amerikanischen Brauszene enttäuscht. Ja, obwohl man noch gar Spannend. nicht in Amerika Finde war und ich nur gut. Ich war da schon von der. öfter. Ah. Kaka. Und Bronx Brewery kann das was. Super. Also ich Sonst finde hättest du keine die, Mütze find, ich find die spitze. gekauft. Die Mütze habe ich tatsächlich nicht selber gekauft. Die hat mir mal meine Cousine vor 2, 3 Jahren mitgebracht. Die lebt da jetzt. Und dann hat die mir die zu Weihnachten Okay. mal mitgebracht. Aber ich finde es eine gute Brauerei. Ja. Die haben einen ganz tollen Taproom. Ganz grandios. Falls ihr mal in New York seid und den New langen, York. langen Weg in die Bronx aufnehmen wollt, dann geht dahin. Das macht Spaß. Die machen auch öfter so Blockpartys und sowas. Ist echt ganz cool. Also ich mag es sehr gerne. Aber naja, jetzt hat er hier, ne? Der Ich habe Drucker hat meinen Spickzettel funktioniert. wieder. Der Drucker hat jetzt dann doch noch irgendwie was ausgeworfen. Wurde mir hier gerade von Roman zugesteckt. Vielen Dank an dieser Stelle an Roman. Roman kennt ihr vielleicht. Der ist hier in der Bierkiste ganz viel für die Münchnerinnen und Münchner, die zuschauen. Top-Typ, den Der trifft man hier immer. Ansprechpartner eures Vertrauens. Es ist Korrekt. wirklich so ein zweitwichtigster Freund. Ja. Sozusagen Auf Getränkemarkt, einer, der, wo du hingehst und weißt, auf den kannst du dich verlassen. alle Der Fälle, liest deine Stimmung und weiß, welches Bier du der hat heute in die das, Hand was du drücken musst. brauchst, genau. Und ja, Roman ist aber auch gleichzeitig Teil hier vom Team Bierabo und sucht mit mir zusammen immer die Biere aus. Ah, wie funktioniert das eigentlich? Was suchst du da aus? Was gerade up to date ist oder was frisch ist oder Genau, was wir schauen, was wir herkriegen können so und gucken Auswahl habt natürlich, ihr ja? Oh, klar, was? Also aber Bierkiste, ich bin immer wieder überrascht, wie aber seit fürs Jahren ihr so eine krasse Auswahl Ja, da aber fürs haltet. Bierabo bestellen wir tatsächlich auch extra Sachen. Also da gibt es dann schon so, dass wir uns da nochmal bei den diversen Großhändlern durch die Listen graben und gucken, so, ah, das könnte man bestellen, das könnte man bestellen, das klingt spannend irgendwie. Also auch ganz oft Biere, die wir selber überhaupt nicht kennen. Und wir einfach nur sagen, so, okay, das klingt interessant. Ist eine Brauerei, die man vielleicht kennt, die cool ist irgendwie. Und dann bestellen wir mal ins Blaue und gucken mal, ob es passt. Und ja, bislang ist noch immer gut gegangen, wie man jetzt in der Karnevalshochburg sagt. Ah, stimmt, seit vorgestern ist Fasching, Ist ja. ein Na gut. Samstag, oder? Ja, Jo, ja. ja. Hm. Auf dem Fasching. Da habe ich es halt nicht Weil so mein mit. Klo Glas so, dass man auch Tillmanns Ich super schöne Grüße trinke kann, ja. auch, wenn nicht Karneval ist. Wir haben noch Prost! gar nicht, genau, Doch, haben wir Glas trinken schon. schon. Können wir aber nochmal machen. Habt ihr auch so ein Glas? Wenn nicht, legt es euch zu oder schreibt eine E-Mail an info@tillmannsbiere oder so, keine Ahnung. Und fordert so ein Glas Bitte, im nächsten Abo ein. bitte Das ist nicht. mega. Wir können keine Gläser verschicken. Das machen wir nicht mehr. Ah, stimmt, ja, Die das gehen so kann in, notorisch ja, vor allem kaputt. die, aber die sind heute mega, gell? Wir haben die auch bei uns in der Kneipe, das haben wir uns einfach knallhart vom frischen Bier abgeschaut. Haben gesagt, die Gläser sind Jetzt geil und haben uns natürlich unser eigenes Logo draufgehauen. auf eure eigene Aber Kneipe kommt man gleich. was der große Nachteil ist, wenn du sowas in der Kneipe hast, ich weiß nicht, wie es im frischen Bier ist, aber bei uns sind die Gläser so toll, dass sie halt einfach knallhart einfach zu oft mitgenommen werden und Ja, klar. das ist halt für kleine Leute wie uns immer ein bisschen anstrengend, weil sie einen Haufen Kohle kosten. Und Aber auch gute Werbung. ja, klar, aber genau. Nein, Ja, ist gute Werbung, ist immer ist natürlich so. nicht so cool, aber ich kann es auch verstehen. Und Total, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie ein Glas aus einer Kneipe mitgenommen, weil das passiert mir schon auch mit einem großer Aha. Glasfan. Stimmt, ich habe noch kein Tillmanns Biere Bristol Schwenker zu Das Hause darfst du heute mit nach stehen. Hause nehmen. Das Das ist sehr schenke ich offenherzig, dir das freut mich. fürs Mitmachen. Das sei deine Bezahlung sozusagen. Nee, also ja, wie gesagt, ich bin großer Glasfan. Manchmal, wenn ich so ein ganz schönes Glas in die Finger kriege, das sind oft ganz simple Sachen, aber ich hatte
kürzlich mal, oder was heißt kürzlich, schon länger her auch wieder, aber war ich in der Kneipe und die haben, also da hat irgendjemand beschlossen, wir trinken jetzt Schnaps, wovon ich ja eigentlich nicht so Fan bin, aber gut. Schnell Hab gefährlich, ich halt sehr schnell mitgemacht gefährlich. und die hatten aber unfassbar tolle Schnapsgläser, weil die sahen einfach nur aus wie diese Standard-Duralex-Gläser, aber in relativ klein. Oh. Aber die wirkten halt immer noch ganz schön massiv irgendwie und hat auch eine ganz schöne Menge Schnaps reingepasst. Könnte sein, dass das bei mir in der Jackentasche verschwunden ist. Möglich wäre es, dass es jetzt bei mir zu Hause im Regal steht, aber ich Und verrate nicht. verstaubt, weil der Franz keinen Schnaps trinkt. Ja, Dieses selten, Bier selten. reinschütten sich auch nicht rentiert, gell? Das rentiert sich da wirklich überhaupt nicht. Aber ja, ich werde nicht verraten, wo ich sie geklaut habe. Wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Ja, Bier? bitte gerne, Ich, aber Respekt obwohl. wieder nach San Fran, oder? San Francisco. Ja, Geiles Bier, hey. Chico ist es, ja, genau genommen. Und schon, also es ist schon geil. Das ist einfach die Sierra Nevada, auf die kannst du dich verlassen. Es ist einfach total spannend Immer eine und Bank, deswegen haben wir es auch mit voll. reingenommen, weil wir gesagt haben, also mit Sierra machst du halt nichts falsch, das ist auch immer ein guter Einstieg Ja. in so einen Abend wie heute. Wir machen jetzt hier gar nicht groß Pause, ich hole einfach mal kurz aus Nein, dem Vorsicht, Kühlschrank, Kabel, gell? ja, das klemme ich ab und dann hole ich uns mal das nächste Bier hier aus dem Kühlschrank. Bis gleich. Wir bleiben hier noch bei diesem Modus, dass wir jeder eins trinken, ne? Noch ist Auf jeden es, Fall noch doch, sind es weil, kleine aber Biere, noch sind es leichte Biere. eben. Ihr seht es noch nicht, ich habe es schon am Tisch stehen. Ja, jetzt, Moment. Wieder. So. By the way, weil das hier auch immer noch alles immer so ein bisschen improvisiert wird, das stimmt. Ich habe mich mit ein paar Leuten von euch unterhalten und habe die Kritik auch aufgenommen, dass wir das nochmal ein bisschen hochschrauben müssen und dass ihr gerne wieder Livestreams hättet und mehr Interaktion. Wir arbeiten daran, versprochen. Wir haben das gehört und wir verstehen das auch. Und es macht uns natürlich auch Spaß, wenn wir da live mit euch auch noch Sachen beantworten können und ihr Fragen stellen könnt, die wir live dann im Stream beantworten. Ja, alle anderen können sich das ja danach dann auch immer noch angucken. Das bleibt ja online. Also, wie gesagt, ist angekommen. Wir arbeiten da dran und wir versuchen da auch noch an ein paar anderen Ecken zu schrauben und zu feilen. Auch das Technische ist alles nicht so einfach, weil wir ja auch nicht mehr, also der Xaver schon, aber ich bin ja jetzt nicht mehr der Jüngste und ITler bin ich auch nicht. Diesen ganzen Video-Quatsch hier, das habe ich mir alles drauf geschafft während Corona, aus so einer Zwangssituation. Und Hardcore sofort wieder vergessen, wie es vorbei war. Mir geht es ähnlich. Ach nö, Auch ja, geht. Ich natürlich. weiß schon, wie das ungefähr funktioniert. Das Problem ist nur, du brauchst auch zumindest mal eine vernünftige Internetleitung. Stimmt, Damit ging es ja. schon mal los. Und die ist jetzt bei uns in den bisherigen Räumen, wo wir immer die Sendungen gemacht haben, war die nicht ganz so gegeben, leider. Ist öfter mal abgerissen und das war dann natürlich super ärgerlich. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, so, wir schrauben da dran. Morgen haben wir schon wieder einen Termin, wo wir uns da länger zusammensetzen werden und uns überlegen werden, was wir da machen können, damit das noch cooler wird, das Bierabo. Ich hatte schon Sorge, dass es an den Bieren hapert, dass ihr noch nicht genug richtig gute Biere habt, dass ihr dann live Das höchste ist. Enttäuschungen vor euch findet. Nein, 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 da haben wir So keine weißt du Probleme. nicht, was dabei rauskommt, gell? Ja, So. jetzt kommen wir nämlich auch gleich hier mal zum nächsten. Ich halte es mal in die Kamera. Isar Kindel, weswegen der Xaver ja hier ist, das Wildhopfenlager, wildes Etikett. Und was ich richtig schön finde, ich mag das ja, dass ihr auch so individuelle Deckel habt. Auf deinem steht Prost, auf meinem ist eine Hopfendolle. Finde 11 ich verschiedene gibt es. Also ihr müsst ein bisschen cool. sammeln. Ja, komm, ich Dankeschön. mache sie mal Du hast hier auf. den professionellen Bieröffner, Ich habe Bierraucher. meinen professionellen Bieröffner Meinen dabei. Clipper. Psst, mache hier keine Werbung. Komm mal bei uns Schau hin, rein. mal ein Isar Kindl Wildhopfen im Tillmannsglas. Ja. Schauen wir mal, ob es denn dann auch so gut schmeckt wie das Glas.
Also, Isaac Hindel Wildhopfen und Könnte jetzt eine längere Klammer. Story werden, gell? Genau, jetzt, also ja, Das vielleicht ist auch der erzählst du Plan. erstmal sagen wir Genau. Prost da draußen, Prost an dich. Sympathische Verkostung, weil eigentlich fängt es immer ewig an, so ein Intro zu machen und die Leute dürstet und Nee, sowas machen wir beim nicht. Franz geht's gleich los mit Prost und dann. Auf jeden Fall, weil das ist, ich habe die Erfahrung tatsächlich bei Tastings gemacht, dass die Leute dann wirklich warten, bis ich ausgeredet habe irgendwie und dann erst fangen die an zu trinken. Wie sitzt ihr da und wartet? Dann ist mir aufgefallen, okay, man muss die Leute ein bisschen an die Hand nehmen und muss ihnen Ja, immer sagen, so jetzt, das macht viel mehr Spaß, wenn ihr das Zeug auch im Mund habt irgendwie. Ja. Und ja, vielleicht erzählst du, bevor wir spezifisch jetzt zum Bier kommen. Kannst du mal kurz zusammenfassen die Geschichte von Isaac Kindl? habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber klar, Ich glaube, du kriegst das das hin, du warst ja dabei. ja, kurz ist immer die Herausforderung. Ach so, ja, dann lass dir Zeit. 2000. Meine Frau Freundin ist ganz enge Freundin vom Simon. Und der Simon hat auch Brauwesen und Getränketechnologie in Weinstephan Freising studiert. Und ich wusste das nicht. Und die hat gesagt, hey, sie hat einen Kumpel, der braut auch im Hobby daheim. Und ich habe auch daheim im Hobby gebraut. Und dann gab es einen Wettbewerb von der Uni namens Innovationswettbewerb für Getränke und Lebensmittel von der Studienfakultät für Brau- und Lebensmitteltechnologie. Gut, dass es erst das zweite Bier ist. Und dieser Wettbewerb war so, boah, da machen wir mit, weil da gibt es Rohstoffe umsonst. Die werden gesponsert von Weiermann und von Bart Haas, um die auch mal nochmal werbetechnisch nennen zu können. Und genau, wir haben zwei, drei Mal davor zusammen ein Bier gebraut. Das erste waren sollte ein dunkles werden, das wurde aber doch ein helles, weil wir einfach im Zug vergessen haben, das dunkle Malz reinzuschütten. Das war eigentlich noch gut. Haben es aber genau Nicht im dann Ernst. doch voll. Ihr wart wirklich, ihr wart beim Brauen schon so betrunken, dass ihr vergessen habt, das dunkle Malz reinzuschütten. Ja, Stark. ich meine, wenn du dann läuterst, dann ist es halt zu spät. Wir haben das Läutern angefangen und dann halt gemerkt, oh Scheiße, eigentlich wollten wir doch ein dunkles machen. Vorbei, ja. Genau. Aber dafür gibt es ja die Zeit zu lernen. Naja, und dann haben wir halt gesagt, wir machen da mit. Und dann war halt auch irgendwie der Anspruch zu sagen, okay, wir machen das gescheit, weil da auch der Anspruch ist, ein marktreifes Produkt zu entwickeln. Also, und haben damals beschlossen, wir machen ein innovatives Bier, indem wir das mit einer Brettanomyces-Hefe, einer belgischen oder einer Hefe, die aus Flandern, aus Belgien irgendwie stammt, zu nutzen. Die wird viel genutzt in wild fermentierten Bieren. Also aka Sauerbier. Genau, gerne. Da Ja. ist sie auch gerne drin. Oder allen voran. Und die kann ja inzwischen, wird die ja isoliert auch verwendet. Und wir haben die rein dafür genommen. Und das war auch ein cooles Bier. Und haben versucht, in dem Wettbewerb auch noch das als neuen Bierstyle zu vermarkten und haben gleichzeitig die Marke Isar-Kindl gegründet. Haben gesagt, das soll Isar-Kindl heißen, weil Simon wiederum einen guten Spätzle, Rainer, mit ins Boot geholt hat, ein Betriebswirt und eine ganz enge Schulfreundin, die Nina Bachmann, weil wir wollten halt sagen, okay, es soll nicht nur das Bier sein, es soll auch betriebswirtschaftlich funktionieren, es soll auch geil ausschauen. Und dann haben wir das so entwickelt und haben ein ziemlich crazy Bier entwickelt mit einer ziemlich potenziell starken Marke, was jetzt nicht so zu den super speziellen Bieren passt. Haben deswegen den Wettbewerb, behaupte ich, auch nur als Zweiter abgeschlossen, was aber wurscht war, weil die Zeitung einmal gedacht hat, dass wir gewonnen hätten. Und wenn eine Zeitung einmal schreibt, dass wir gewonnen haben, dann schreibt sie das die nächsten Jahre wieder, weil der Journalist nur schaut, was haben die denn letztes Jahr veröffentlicht. So, von dem her ist gleich, nee, genau, ein guter Spätzle von mir, sogar inzwischen Nachbar, auch Brauer, hat eigentlich damals gewonnen mit einem Sektbier namens Ceresium, was es leider nicht mehr gibt. Doch bei uns im Keller, en masse, aber offiziell nicht mehr. Und
Genau, und dann haben wir halt gesagt, gut, Craft Beer Szene ist halt voll im Munde. 2015 ist es Bier 500, genau, 500 Jahre hat es Reinheitsgebot gefeiert. Reinheitsgebot? Nee, das war 2018. Nee, 2015. Boah, jetzt ist schon das Bier zu viel, oder? Doch, Quatsch, wir haben total 2018. verrutscht. Nee, wir haben 500 Jahre 2015. war 2018. 1516, 2016. Mann, Oder 1516 war es Reinheitsgebot. Gott. 1516, das war Ich halte ja Reinheitsgebot. nichts von dem Reinheitsgebot, Reinheitsgebot, von ja, daher mir ist genau, das aber egal. es war auf jeden Fall Thema und wir haben Craft Beer Szene voll im Hype. Tillmanns Biere hat sich, glaube ich, in 2014 oder so gegründet. Ihr habt es auf Ja. jeden Fall, das Brown Ale hat es schon gegeben, das weiß ich noch, da sind wir bei der Nina Helles und Brown war. Ale gab es auf jeden Fall Genau, schon. und Dunkle Muster, also 2016 gab es die Dunkle auf jeden Fall auch vielleicht schon. näher in der Entwicklungsphase, jetzt sage ich 2014, 2015, Ach so, ja. wo wir halt darüber geredet haben und ob wir das jetzt machen und so. Da hat es auch euch schon gegeben. In Waakirchen war ein Brauer namens Hoppe Markus, der auch Crazy Biere vermarktet hat Über den und sprechen wir so. später. Und haben gesagt, hey, was die können, können wir schon lange. Vor allem Babu Blue, die waren auch im selben Wettbewerb, ein blaues Biermischgetränk. Die waren sogar in Höhle der Löwen und hätten vermeintlich die Kohle abgesackt. Den großen Deal mit Jochen Schweizer, was am Ende natürlich gar kein großer Deal war. Und dann haben wir gesagt, das können wir auch und haben uns 2015 gegründet und sind halt auch genau wie, ich schätze, wie der Tillmann und du halt ins Blaue rein und haben angefangen Bier zu brauen und das versuchen zu vermarkten und seit entsprechend, also ich will jetzt nicht sagen, der eine ist öfter gestolpert als der andere oder war, aber genau, und dann startet man halt wild irgendwie in seine eigene Selbstständigkeit und jetzt gibt es uns seit 8 Jahren entsprechend. Und Also wir haben 2016 war euer, 2015 haben wir uns oder 2015 war das gegründet, offizielle genau, sogar Gründungsjahr. ziemlich genau vor 8 Jahren haben wir uns gegründet und 2016 haben wir unser erstes Bier gehabt oder unsere zwei Biere, das Helle und das Schmankerl, das Märzen, weil wir dann auch gleich, eigentlich wollten wir noch das Brettanomyces Bier auf den Markt bringen und Brettanomyces Hefe ist ziemlich markante Hefe im Geschmack, aber es ist auch eine Hefe, die sehr langlebig ist und schwer wegzubringen ist aus einer Brauerei. Das heißt, wenn du die verwendest, dann ist die, wenn die mal im Tank ist, dann ist die nicht über einfache Desinfektion einfach zu entfernen. Und deswegen haben wir ziemlich schnell rausgefunden, auch in der Praxis, okay, wir können das nicht umsetzen. Aber jetzt mal kurz so eine andere Frage. Erstmal trink doch mal einen Schluck. Ja. Hol mal Luft. Kurz, genau. Also Luft mit Bier Ja. holen. Also gut, jetzt sind wir da, wo wir sind. Euch gibt es seit 8 Jahren. Genau. Herzlichen Glückwunsch dazu, by the way. Und ihr macht aber ja schon seit ein paar Jahren dieses abgefahrene Bier, das wir jetzt hier Genau, das in den Wildhopfenlager. Fingern haben. Dafür geht ihr tatsächlich Wildhopfen pflücken in den Isarauen. Ja, genau, Ihr habt die eine eigene ganzen, Genehmigung dafür, habe ich ja, genau, gehört. die Maschinerie war so am Laufen und das hat alles funktioniert und dann war ich lebe selber in Freising, direkt in die Isarauen, also an den Isarauen und gehst halt spazieren und Brauer siehst, wie der Hopfen aussieht und habe halt da immer wieder einen wilden Hopfen wachsen sehen tatsächlich. Also man könnte jetzt meinen, das ist irgendwie eine erfundene Story, aber es war tatsächlich so, dass ich halt den wilden Hopfen wachsen habe sehen und mir gedacht habe, hey, ich habe eine eigene Biermarke, es wäre witzig, wenn man das mal gerade in der Craft-Beer-Szene, wo Hopfen so ein wichtiges Thema ist, auch wenn es drei andere wichtige Rohstoffe gibt, das mal zum Bier macht und das hat bisher keiner gemacht und dann habe ich meine Kollegen gefragt und die waren so ein bisschen, boah, noch ein neues Bier und boah, wenn das sehr sauer wird Wir oder haben irgend doch schon scheiße wird und so. Ja, wir haben doch schon zwei. zwei. Und wenn das scheiße wird, was macht man denn dann? Und ich habe es dann doch trotzdem, also was heißt, die haben mich dann schon machen lassen so. Und dann habe ich das erste Mal 2018 beim Pillmeyer Bräu in Langweid in Niederbayern, im tiefsten Niederbayern, oder ist es sogar noch schon Oberpfalz gemacht. Und wir sind im kommerziellen Bereich und vermarkten das im normalen Handel. Das muss alles safe sein und deswegen habe ich, und ich will es auch vermarkten, deswegen war mir wichtig, das safe zu machen und habe
Kommilitonen, eine andere WG gefragt, die sich da auskennen mit Naturschutz, weil ich gehe in die Isarauen und Ja. hol mir das Wildkräuter, keine Ahnung, darf ich das oder nicht? Ja, nicht, dass mir da im Nachhinein jemand auf den Schlips trittet, dass ich da irgendwie Wildkräuter gesammelt habe und zu einem Lebensmittel verarbeitet habe und dann Ärger kriege. Und dann hat sich schnell herausgestellt, über die untere Naturschutzbehörde, dass ich zu den Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Freising, gehen muss. Und das ist auch die Betonung, dass das wichtig ist. Mit denen habe ich einen Gestattungsvertrag vereinbart. Also die waren total offen. Die haben natürlich erstmal gedacht, okay, was ist das für eine Anfrage? Da kommt einer, will Wildhopfen zu Bier verbrauen in unserem Gebiet. Aber die haben mir dann einen Gestattungsvertrag hingelegt. Da steht auch drin, was ich in einer E-Mail geschrieben habe, dass wir mit ohne schwere Geräte da reingehen und den Hopfen rausreißen und ihn nicht an der Wurzel rausreißen, dass er wieder nachwachsen kann, weil es ein mehrjähriges Gewächs ist, wir da vorsichtig umgehen und nicht zu viel nehmen. Und genau, dann war das schon mal safe und dann habe ich sogar noch mit dem Lebensmittelamt telefoniert, was dagegen spricht, dass man Wildkräuter ins Bier schmeißt. Und das war alles safe und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Bier draus und schauen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Ja, Und stark. so war das 2018 das erste Mal und Seitdem jedes Jahr so von der Ernte genau, pünktlich. jedes Jahr Anfang September ist es dann soweit, Wir dass hatten es ich auch schon mal mir, im Bier-Abo ja, tatsächlich. letztes Jahr. Hatten wir es schon mal drin? Genau, ich glaube, letztes Jahr war es oder Letztes davor, Jahr, dass weil ich hab letztes Jahr schon ein Video bei uns im Samaranera gedreht und habe sogar Werbung fürs Feuer Pilsner genommen, weil wir ja bei uns in der tatsächlich. Kneipe das Pilsner von euch vertreiben. Und Da genau. kommt man gleich auch noch zu. Ihr habt ja, dass ihr eine Kneipe habt, das finde ich auch total geil. Für die muss man natürlich auch unbedingt noch Werbung machen. Am Anfang kannte ich die nur virtuell. Ich kenne sie immer noch, ne? Virtuell tatsächlich. Ich war immer noch Sagen, nicht komm da. vorbei. Freising, Es ist Endstation, wirklich immer ganz schlimm. S1. Ja, es ist diese S-Bahn-Fahrerei. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du wieder zurück nach nach München fährst, wenn du den Ausstieg verpasst. Das ist ja nicht der Punkt. Man muss ja erstmal hinkommen. Und wir wissen ja, wie das mit der MVV ist. Schöne, Ach, schöne Grüße an da dieser komme ich Stelle. gerade her. Ach komm, hier, besonders mit dem Fahrrad da. Und da ist dann wieder hier, komm, wenn jetzt hier der erste Schnee kommt, 2 Zentimeter, wenn es Stimmt schon, hochkommt, dann ja. ist die Dann ist schon Standstrecke Ende wieder Gelände, platt. ja. Eigentlich schon beim halben Zentimeter, da ist schon Schaut Totalausfall. sich den Schaum an, ja. Ja, Was der wilde Hopfen kann, hey. der hat Power. Hast du irgendeine Ahnung? Also habt ihr eine Sortenbezeichnung für den Wildhopfen oder ist Nein, es es ist einfach ein nur, wilder es ist Hopfen. halt Das Wildhopfen? ist es, wie man früher, bevor es den Zuchthopfen in der Holledau gegeben hat, haben wir auch mit Wildkräutern gearbeitet. Die Grut, bevor es ein Reinheitsgebot gegeben hat, hat man mit der Grut gebraut. Das war ja eine Gewürzmischung aus Hopfen, Pilsenkraut im schlimmsten Fall, Gerst, was weiß ich, Hanf. Ist viel Ja. verbraut worden tatsächlich, kommt vielleicht hoffentlich bald wieder. Und Schauen von dem her ist das ist ja das Spannende an dem Bier, dass wir keine Ahnung haben, was dahinter steckt. Ich kann für mich sagen, ich stelle ein qualitativ hochwertiges Produkt dar, mal. weil ich weiß, wie Du ich mit dem stellst das dar. Das ist ein schöner Versprecher. Du ich stell's da. musst dich kurz drauf Ich stell mich rumreiten. Das da. stimmt. Du stellst ein wirklich qualitativ hochwertiges Produkt dar. Danke, genau, ja, Gratulation an so. deine Eltern. Ne, Haben die gut wir hingekriegt. sorgen dafür, dass es ein hochwertig qualitatives Produkt gibt. Das heißt, dass es nicht sauer ist, dass es einigermaßen süffig ist. Aber wie das schmeckt, das ist das Geile am Wildhopfen. Das will ich und das wäre mir eigentlich auch ein Anliegen heute in dem Video, dass wir es nicht besprechen oder zumindest nicht zu tief darauf eingehen, weil das Müssen ist ja das wir gar Spannende nicht. Wir sind ja schon zu wieder sagen. hier fast am Fuße dieses Bieres. Ich würde da jetzt vielleicht auch gleich mal ein ganz kurzes Päuschen einlegen und dann schon mal das nächste vorbereiten und das hier in Ruhe austrinken, weil jetzt haben wir ganz schön viel schon wieder geredet. Ich finde, es schmeckt tatsächlich, also wenn ich mich recht entsinne, da kannst du jetzt sagen, ob es stimmt oder nicht, ganz ohne Bewertung vom Geschmack selber, sondern. Ich finde, es schmeckt ein bisschen ähnlich wie der, also oder sehr ähnlich dem vom letzten Jahr, Ja, wenn ich es recht entsinne, wie es war. es ist auch von So. der Hopfenmenge sehr ähnlich. An der Rezeptur haben wir nichts geändert. An der Rezeptur kann ich soweit verraten, dass wir einen total
easy peasy langweiliges Bier brauen. Liegt daran, dass ich sage, ich will ja schauen, was der Wildhopfen kann. Und wie kann ich das übermitteln, indem ich erstmal ein total fades, einfaches, helles mache, das möglichst nur eine Standardbittere, eine total langweilige Note hat, weil wenn was Besonderes dabei herumkommt, aromatisch, dann kann ich zumindest die Vermutung äußern, dass es über einen Wildhopfen kommt. Wenn ich jetzt ein Weißbier machen würde, dann wird schon so viel Aromastoffe über die obergärige Hefe kommen, dass ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt über den Hopfen war oder doch über die Gärführung. Wenn ich jetzt ein dunkles Malz nehme oder irgendwelche süßlichen Ja, ist Malze, klar. ne? Also deswegen Genau, ein so pur wie IPA wäre möglich, es. so pur wie möglich. Genau, deswegen machen wir ein total langweiliges, einfaches Kellerbier in Holzhausen, wo auch die Munich Brew Mafia ihre Biere macht, und setzen zu 100% den Wildhopfen ein. In dem Fall waren es 8,5 Kilo Nass auf 20 Hektoliter. Ja, also ich finde, ja, Stimmt, sag mal, du, was du von dem Bier hältst. ich finde es immer spannend, also weil ich diese Wildhopfen-Story halt spannend finde und ich immer spannend finde zu sehen, was kommt jetzt dabei raus dieses Mal, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt. Ich finde, es hat wieder geklappt, es ist ein süffiges Bier, kann man sich gut reinscheppern. Es ist genau wie du sagst, nichts Aufregendes. Es ist jetzt Genau. nichts, wo man jetzt sagt, meine Güte, was denn da für Aroma-Explosionen Ja. hast irgendwie, also ganz ehrlich. Aber brauchst es ja auch ganz oft nicht. Ich finde, ab und zu ist einfach mal so ein klassisches Keller, ist auch was Geiles. Ja, Also das ist voll. ja einfach angenehm, es hat eine angenehme Bittere, nicht zu sehr, aber auch nicht zu wenig. Es geht gut runter, es ist relativ leicht, was haben wir, 5,1. Also ich finde es total in Ordnung. Und kurz noch zum Design. Ich habe mich selber gefragt, warum ist denn da eine Katze und eine Gans drauf? Weil Katzen cool sind. Ja, weil Katzen cool sind, und das Design Gänse hat auch auch. die Nina Bachmann, sehr zu empfehlen, die Nina Bachmann, inzwischen erfolgreiche Künstlerin, designt. Und ich habe ihr die Story erzählt und sie hat uns ein Etikett gemacht und ich habe mir gedacht, hä, Wildhopfen, das Ich hat halte ja das überhaupt das halt Wild und jetzt mal so. in die Kamera, aber ihr habt das ja eh zu Hause. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie auf diese Gans kommt. Und sie lebt halt in München im Glockenbachviertel und Isar und Wild und denkt halt an die Wildgänse, die auf der Kiesbank Kühe Tierpark sitzen regelmäßig. Das war witzig, da musste ich einfach so schmunzeln, weil ich als Freisinger natürlich einen anderen Blick auf die Isar habe wie der Münchner. Aber diese Wildgänse einfach da super dazu passen und diese Katze einfach was Mystisches mit sich bringt. Katze finde ich auch super. Die gefällt mir sehr gut. Was ich super geil finde, ist, dass wir inzwischen das Erntejahr darauf schreiben, weil das bringt ein bisschen was mit wie es die Weinbranche macht. Die schreiben ja auch ihre Jahrgänge drauf. Ah, Also es der. wird nicht besser mit der Zeit, das heißt, trinkt es jetzt. Nicht Ja. warten, nicht bis Weihnachten warten, lieber nochmal nachbestellen. Aber ein Bier ist einfach immer frisch am allerbesten. Genau. So, der Simon hat gesagt, Quatsch, der Simon, der Xaver hat gesagt, wenn er zu viel Bier trinkt, dann will er rauchen. Wir sind schon bei knapp 45 Minuten. Crazy. Und haben noch keine Pause gemacht und haben noch vier Biere vor uns. Also ich zumindest für meinen Teil würde jetzt ganz gerne mal eine rauchen gehen. Ich empfehle euch, tut dasselbe oder geht aufs Klo oder holt euch einen Snack zwischendrin, Oder beides oder trinkt das zwischendrin. Bier aus, macht alles drei hintereinander. Mir lade. Wir sehen uns gleich und dann geht's weiter mit dem nächsten Bier. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Tja, wir haben eine kurze Pause gemacht, ein paar Leuten Hallo gesagt und das nächste Bier aus dem Kühlschrank gezaubert, nämlich dieses hier, Giesinger Red Ale. Ich finde, jetzt kommen wir in diese Weihnachtsabteilung, oder? Also Ja. ich finde, so farbentechnisch hat das irgendwie was sehr Weihnachtliches. Auch eine Kirche drauf. Gut, Passt. ja, wie bei Giesinger immer. Wir bewegen uns immer noch im relativ leichten Bereich, 5,2. Finde ich cool. Ich mag das ja ganz gerne. Ich schenke mir mal ein. Wir haben beschlossen, oder beziehungsweise ich mache dir mal eins auf hier. Oi, 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 oi. Ach.
ist aber hier. Ach ja, gut. Ja, dann gießen wir uns mal ein. Giesinger Red Ale. Mal gucken, was das so. Die Erwartungen sind ziemlich hoch, weil ich dieses Bier seit Jahren sehr feier. Das seit Jahren immer genau beobachte, wie sich das entwickelt, weil das einfach von Anfang an ein richtig gutes Bier war. Das sieht auch schön aus. Ein Rotbier. Tatsächlich wirklich obergärige Biere. Beigefarbener Schaum steht drauf. Stimmt auch. Ananas. Wenn wir rausschmecken. Ich bin gespannt. Das hat nämlich angefangen, ich weiß nicht, ob du hast Biernerd-Infos vom Chef. Ich sag mal, Prost erstmal. Entschuldigung, genau, Prost. Ja, keine Zurückhaltung hier, ihr dürft trinken. Am Anfang war das nämlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, und ich gehe schwer davon aus, mit der Hopfensorte Monroe gebraut. Und Monroe ist eine neue Hopfenzüchtung von einem sehr innovativen Hopfenbauer gewesen. Ist es tatsächlich immer noch. Also an dieser Stelle nämlich wirklich ganz dicken Gruß. Ja, die Hopfen-Gruß vom Steffen persönlich. Steffen habe ich geschrieben und habe gesagt, Mensch, Steffen hier, also Steffen Marx, der Chef von Giesinger, der Giesinger sozusagen, obwohl er gar kein gebürtiger Giesinger ist. Egal, dem habe ich geschrieben und dann hat er gesagt, ja klar, er schickt mir was, so ein paar Infos. Dann kam ein Screenshot von der Webseite zurück und weißt du, Steffen, also auf deine Webseite habe ich auch schon geguckt, so ist nicht, also ein bisschen Recherche mache ich auch. Aber ich dachte, kannst mir noch ein bisschen Nerd-Infos geben, so, damit wir ein bisschen mehr an der Hand haben. Der hat mir tatsächlich dann die Hopfensorten geschickt. Es gibt 3 Gaben Vic Secret und einmal Monroe. Mhm. Monroe ist aber im Anteil der höchste, 56% Monroe-Hopfen. Und das Allerbeste, was er mir dann noch dazu geschrieben hat, weil er hat dann. Das ist ein Auszug aus dem Rezept, oder? Er hat mir einen Auszug aus dem Rezept geschickt, das zeige ich jetzt hier nicht her. Aber was ich super fand, war, dass er mir dann noch dazu geschrieben hat: Mühlenspalt 1,1 mm. Also, wenn ihr wisst, was der Mühlenspalt ist und. Dann habt ihr jetzt die absolute Insider-Info von Giesinger. Ja, genau, ein Red Ale. Man sieht es auch an der Farbe hier. Also wieder ein Ale. Sind wir wieder beim Ale, beim Wildhopfenlager. Vorhin kann man sich denken, das ist ein Lagerbier. Wir sind wieder beim Ale, beim obergärigen. Genau, wir haben wieder ein obergäriges Bier. Also, ja, ich finde es gut. Ich mag das. Ich mag es, dass es so ein bisschen karamellig ist. Da stehe ich drauf, das mag ich bei unserem Dunklen auch sehr gerne. Oder generell bei dunkleren Bieren. Und diese etwas röstigeren Noten und karamelligen Noten rauskommen. Das ist wo sogar wahrscheinlich Red X, also ein besonderes Malz drin, das die rote Farbe mit sich bringt. Soll ich nachschauen? Ich weiß nicht, ob es im Rezept steht, aber ich guck mal. Moment. Haben wir gleich. Ja, das ist schön, dass ihr das Red Ale genommen habt, weil beim Giesinger haben sich ein paar klassische, also Craft-Bier-Sorten gehalten über die Jahre, haben viele mitentwickelt und so und die einen sind gekommen und die meisten sind wieder gegangen, aber das Red Ale ist gekommen und kommen, um zu bleiben. Ja. Das freut mich, dass sie das nach wie vor machen und das machen es tatsächlich auch in der Lerchenau im Werk 2. Mittlerweile, ne? Früher haben sie das ja einfach im ganz normalen, also im Giesinger Stammhaus sozusagen gebraut. Ja, also ich finde es super. Das finde ich passt zu Weihnachten. Das ist ein Weihnachtsbier. Das ist ein Vorweihnachtsbier. Ich meine, ich habe es jetzt generell, ich weiß nicht, wie du das handelst, aber ich habe es nicht so mit Weihnachten. Boah, ich bin Familienvater, ich bin dazu verpflichtet. Genau. Ja, gut. Ich komme gar nicht darum rum, mich beschenken zu lassen. Die Kinder immer stundenlang basteln. Genau. Ich darf dann die Bastelei entgegen. Ja, an den Kühlschrank kleben und hoffen, dass sie abfallen und am Kühlschrank verschwinden. Ja, habe ich ja alles ausgelassen. Deswegen Weihnachten bei mir nicht so das Riesenthema. Aber ich finde, das passt gut in die Zeit. Es ist angenehm,
Was ich bei dem Bier tatsächlich empfehlen kann, lasst es auch gern, das haben wir jetzt versäumt, Ja, ein bisschen stehen lassen. ein bisschen stehen lassen, dass es ein bisschen wärmer wird. Das ist ein Bier, das sich mit der Wärme einfach positiv entwickelt. Also nicht total warm, zimmerwarm trinken, nämlich einfach aus dem Kühlschrank rausnehmen, eine Stunde stehen lassen und dann, Stunde gleich. Ihr ja, könnt das so auch, ihr 12 könnt bis das auch 15 hier Grad. einfach so mit euren Händen einfach so ein bisschen So anwärmen. warme Hände habe ich nicht. Beziehungsweise wird mir das auch kalt in der kalten Ja, weil die Bierkiste. Heizung nicht funktioniert. Sorry. Wir kühlen hier total bio. Das ist in den ganzen Kühlschränken, das täuscht. Da ist nur das Licht an. Der Rest kommt von Natur aus. Aber es ist spannend, was der Hopfen da machen kann, beziehungsweise in Kombination mit Malz. Wir haben vorhin hopfenbetontes Ale gehabt mit Zitrus- oder orangenlastigen Noten und das ist mal die andere Seite, ist ein sehr herber Geruch, finde ich. Schon was Fruchtiges, nach wie vor süßlich-fruchtiges, aber einfach was. Sie haben auch hier hinten noch irgendwie. Ananas, schreiben Sie. Also die Ananas, da bin ich vorsichtig, deswegen bin ich kein, also was heißt, deswegen bin ich kein Biersommelier. Biersommelier habe ich nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, aber da, bei den Geschmäckern bin ich immer ein bisschen vorsichtig, das zu überbetonen, weil da erinnere ich mich immer an die Ausbildung, da hat einer gesagt, die Leute beschreiben Biere mit einem Papaya-Geschmack. Obwohl halt irgendwie 95% unserer Gesellschaft keine Ahnung haben, wie Papaya schmeckt. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie Papaya schmeckt. Da Und es kann mich schmeckt das halt auch jeder Getoll was nach anderes. Papaya beschreiben, aber das hilft mir halt nichts. Ja, und es schmeckt halt auch jeder was anderes. Also das Genau, ist ja das ist immer das das Nächste, Ding ja. irgendwie. Das, also wir hatten das bei Bieren von uns auch schon, dass da Leute dann immer so, wie kam ein paar Leute noch und gesagt, ah, Litschi. Ja, Wo ich mir genau. dachte irgendwie so, also Entschuldigung, ich habe in meinem Leben irgendwie fünfmal Litschi gegessen, irgendwo bei so drittklassigen chinesischen Restaurants. Und das war meistens so, dass ich mir dachte, naja gut, schmeckt halt nach gar nichts. Soll das jetzt was über unser Bier sagen? Naja, die Geschmäcker sind verschieden. Du als, was bist du nochmal für ein, was war die Bezeichnung? Sensorischer Sachverständiger für Bier und Biermischgetränke nach DLG Ja, ja, zertifiziert, ja, der ja, ja. Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Die Kurzversion reicht. Sensorischer Sachverständiger für Genau, Bier. Das, genau. Es ist wieder TÜV fürs Auto, es ist halt der TÜV fürs und was Bier. sagt der TÜV? Was sagt der Bier-TÜV? Bestanden. Ja, Darf wieder bestanden. gebraut werden. Kann Darf man nach wie vor noch mal machen. durchgehend auf jeden Fall, darf man Finde ich wieder auch. machen. Ich finde es echt lecker. Vor allem für ein dunkles Bier, wenn es vollmundig schmeckt und kräftig schmeckt, aber gar nicht so kräftig im Alkohol ist. Dann macht es halt einfach auch Spaß, keine Frage. Wenn es 7, 8% hat, dann macht es erst richtig Spaß, aber da hat man danach halt, ich meine, wir haben noch ein Man paar möchte Biere danach vor halt uns. nichts mehr trinken, dann Genau. vielleicht. Oder Vielleicht. steigt dann direkt auf den Schnaps um und Ja. das tolle Schnapsglas, das man geklaut hat irgendwo. Ja, genau, wir haben danach, es kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Kannst du sagen, woher eure Abonnenten so kommen, die das ziehen? Sind es Überwiegend hier aus der Gegend. aus der Naja, Gegend? Okay. also das Also sind das, schon die kennen auch größtenteils Giesinger. mit Sicherheit. Okay. Da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass Aber sie wenn du jetzt zumindest. Giesinger, braucht man nichts erzählen, weil da muss Steffen persönlich mal einladen. Das wäre mal eine Idee. Der Steffen, das ist schön, dass du es Aber keine ansprichst. Zeit. Das stimmt. Aber Steffen kommt tatsächlich höchstpersönlich bei uns in unserem anderen Getränkemarkt, Walter May. Den haben wir ja auch noch. Der hat so ein bisschen von mir immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dass ich den nicht öfter mal erwähne. Aber ja, Und den sticht gibt dann ein es. Fass Bier an. Und da kommt am 22.12. Also wirklich pünktlich zum Last-Minute-Weihnachts-Shopping für den Schwiegerpapa oder die Schwiegermama oder so, kommt da Steffen von Giesinger vorbei und er bringt ein Holzfass mit und das stechen wir da an und das trinken wir da aus. Kostet kein Pfennig. 22.12. im Walter Freibier. Mai. Walter mit TH geschrieben. Das ist in der Walterstraße 11, unweit vom Goetheplatz Im Eck zur Maistraße, für die so wurde mir das Locals. auch Genau, erklärt. Walterstraße, Ecke Waren Sie ganz Maistraße. kreativ? Genau. Entschuldigung, dass wir uns nicht jetzt. Nee, ist Wir super. wollten es Isar-Kindl nennen, aber gab es schon. Dann hatten wir gedacht, Nein, das sag stimmt. mal Wir haben auch mehr. Isar-Kindl genannt und dann hat sich herausgestellt, Isar-Kindl gibt es schon, aber ist zum Glück ein Kindergarten.
Das ist auch schön, dass sich eine Brauerei den Namen mit einem Kindergarten teilt. Finde ich gut. Apropos Läden. Wir haben es vorher schon mal ganz kurz angeschnitten. Ihr habt einen eigenen Laden. Auch schon länger jetzt. Auch schon wieder ein paar Jahre. Seit 3 Jahren, ja. Ja. Und zwar das Samamera Genau, für die, Hupfelwerder, Samamera. genau, also für die nicht bajuwarisch mächtigen, setz dich her, dann sind wir mehr, würde Genau. man das wohl übersetzen. Und Was genau. sympathisch ist, weil Samamera, internationale Leute das Samamera lesen und dann denken, es hat irgendwie was Spanisch-Portugiesisches. Und Ja, sich stimmt, das stimmt. dann Ja, Spanisch oder Italienisch auch und oder so, so. Es genau. könnte auch so, Ja, Buonasera, genau. Da muss ich Samamera. italienischen Namen machen. Das Jetzt stimmt, ja. machen wir noch ein bisschen Pasta. Und, Na, bei uns war die Namensfindung so, wir hocken uns einen Abend hin und trinken Bier und überlegen. ja, gut, das ist ja meistens der beste Prozess, um auf solche Ideen zu kommen. Aber erzähl mal was. Also, der ist in Freising. Genau, der Der ist ist in ja in Freisinger einer bekannte. ehemaligen, sehr berühmten Kneipe, ne? Ja, Seid ihr genau, eingezogen? eigentlich nutze ich den Namen einerseits gerne, andererseits ungern, weil ich sage, wir sind eben nicht mehr des Schneiders, wir sind das Samamera, die Zeiten sind vorbei, aber des Schneiders ist einfach so prägnant, weil das war Kneipe, Bierkneipe, die Craft Beer ausgeschenkt hat, wo es in Deutschland den Begriff Craft Beer schlicht noch nicht gegeben hat. Und die haben damit in Freising, klar, Freising, da studieren etliche Brauer, Weinstephan, die Biervielfalt leben und lieben, Bierfight. die Biervielfalt. Ich finde es Wir haben uns irgendwie. vorgenommen, alle Ich finde das gut, dass wir heute alle auszutrinken. austrinken. Es wird noch ein richtig Ja. lustiger Abend, Freunde. Das verspreche ich euch. Aber deswegen sind wir irgendwie dem Erbe verpflichtet, aber weil wir es halt auch selber lieben und darin aufgewachsen sind, eine Biervielfalt zu bieten. Das Samamera ist für uns das Breistüberl vom Isarkindl. Aber wir haben halt da auch 6 Hähne, die wollen wir besetzen und wir wollen einfach die Szene, die wir haben, die große Szene in unserer Region auch nutzen und haben deswegen etliche Flaschenbiere. Wir haben von euch das Pilsner, was insofern Spaß macht, als dass wenn jemand einen Pils bestellt, der denkt sich, ja, er bestellt einen Pils, du immer dazu sagen darfst oder musst, es ist halt das von Tillmann, es ist ein hopfenbetontes, ziemlich herbes Pils und dem das hinstellen darfst. Und alle Ja. sind, also was heißt alle, aber die meisten sind positiv überrascht. So ist es einfach. Wenn du ein Helles willst, kriegst du von uns das gute, stabile, normale Helle. Ja. Aber du hast eine riesengroße Biervielfalt und hast, genau, wir haben halt gesagt, unser Breistüberl soll nicht nur Isarkindl, nämlich auch einfach die Biervielfalt zeigen, weil wir dem Erbe vom Schneiders verpflichtet sind, Du musst aber jetzt ein auch bisschen das aufpassen, genießen. langsam mit deinem einreißenden Dialekt. Nicht, dass ich da nachher noch Untertitel schreiben muss. Deine Arbeit. Aber das Erinnere erarbeite mich ich, bald. das ist aber Arbeit, die ich mir gar nicht machen möchte. Die nächsten Biere, die ich da hinten im Kühlschrank sehe, verpflichten mich ja fast schon zum Dialekt. Das stimmt, das stimmt. Da kommen wir gleich beim nächsten Bier, kommen wir da auch zum guten Thema. Da kannst du vielleicht mehr dazu erzählen. Das ist ganz spannend. Aber um bei dem Bier zu bleiben, zum Beispiel das Giesinger Red Ale hatten wir auch schon an unserem Hahn. Wir haben nämlich im Samamera den sogenannten Spätzlhahn. Der ist fix dafür da, dass wir Spätzlbrauereien einladen, zu sagen, gebt uns billig Bier, wir verkaufen es teuer. Nein, das letzte war tatsächlich das Export von euch, vom Hahn. Stimmt, das hatten wir Genau, drin. Ja. das war ziemlich schnell weg. Da hätte ich mal vorbeikommen sollen. Da gab es da Ja. mal ein gutes Bier bei euch in der Kneipe. Endlich ein gescheites Bier. Das Tillmanns Pilzer gibt es nach wie vor immer. Ja, Das ist gut. fix drin. Wenn's Aber vom der, Hahn. ja, Naja, genau. gut. Und wir haben zum Beispiel nach dem großen zweiten Lockdown, weil wir haben zwischen den zwei Lockdowns aufgewacht, sehr sinnvoll, kann ich nicht empfehlen,
haben wir das Giesinger Red Ale an den Spätelhahn genommen und haben halt beim Giesinger angerufen, haben es nicht über den Großhandel bestellt und gesagt, habt ihr das Giesinger Red Ale da vom Fass? Ja, eigentlich nicht, aber wir füllen euch schon was ab und dann holen sie es halt vom Drucktank, das Giesinger Red Ale und so, ups, es sind doch 3,50er geworden. Freising steht schon auf Bierfeld, aber 150 Liter am Spätelhahn ist jetzt auch nicht so einfach. Schon War ein wieder geiles Bierfalk Bier. gesagt. Finde ich super. Ja. Okay. Ich find das Also spitze. dann. Das wird richtig, richtig lustig jetzt. Aber es gibt auf Instagram ein Video, wo ich dieses Red Ale vom Fass auch präsentiere. Das könnt ihr euch dann noch anschauen. Von dem her könnt ihr es auch hier jetzt kurz halten und einfach trinken. Aber es ist auch in der Geschichte von, also die Biere, ihr seht schon, in der hiesigen Craft-Bier- oder Kreativ-Bier-Szene würde ich es gerne benennen, die Wege ziemlich kurz oder schnell verknüpft ums Ja, Eck. auf jeden Fall. Das Haben ist wir ja auch das das auch schon am Schöne. Hahn gehabt, euch am Hahn gehabt. Genau, kommt vorbei, im Sammel Merder würde uns freuen. Klar, Freising ist jetzt nicht Schlachthofviertel von München. Aber es ist Endstation S1. Das Schlimmste, was passieren kann, haben wir mit Franz schon gesagt, ist, dass ihr wieder zurück nach München fahrt, wenn ihr den Aufstieg verpasst. Und wenn ihr ihn nicht verpasst, geht es 5 Minuten vom Bahnhof zum Samamera. Es gibt über 10 Biere standardmäßig auf der Karte, vom Giesing Dunkel, Tillmanns Pilsner, das Unertl Urtrunk, unsere Biere Vielleicht vom machen wir ja für Fass. das Bier-Abo an Weihnachten, für die Weihnachtsausgabe mal einen Ausflug mit den Abonnentinnen und Abonnenten nach Freising oder so und kommt uns Ja, besuchen. genau. Keine Kommt Ahnung. vorbei. Mal schauen, wäre eine Idee. Könnte man sich echt mal überlegen, ob man sowas macht. Könnt ihr auch mal gerne kommentieren oder eine E-Mail schreiben oder so, ob ihr auf sowas mal Lust hättet. Bier-Abo-Tasting live. Für alle, die hier aus der Gegend kommen, wäre das ja eine Option. Wollen wir austrinken und das Ja, nächste aufreißen? Ich bitte, gerne. hab Bock, also vor allem, wenn ich mir deinen Zustand so angucke, das entgleist jetzt dann gleich völlig. Freue mich schon sehr drauf, weil es passt thematisch 1A. So, Weiter sagen wir mal richtig gut. dann hole ich erstmal aus dem Kühlschrank hier. Du hast ja nicht ausgetrunken übrigens. Das Ich trinke schon noch habt ihr jetzt aus. nicht gesehen. Der Xaver hat nicht Ich trinke schon noch ausgetrunken. aus. Ja, ja, Ich ja, bin einfach ja, der ja, ja. schnelle Trinker. So, was haben wir denn da hier in unserem leckeren Kühlschrank? Wollen wir wirklich weitermachen mit jeder eins? Ja, wollen wir. Solange es Das machen wir. geht. Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen die Ich Nummer jetzt durch. Wir genieße machen. das hier gerade ehrlich gesagt voll. Also das wollte ich auch noch loswerden. Also großes Dankeschön an den Franz und an das Team von Tillmanns Biere, dass ihr euch den Aufwand macht und Leute einladet und das kommuniziert, die Biervielfalt kommuniziert. Das muss auch Immer allen doch. bewusst sein. Klar, die Bierautomaten, die machen das, weil sie Lust drauf haben, aber es muss auch kommuniziert sein, dass es bis heute keine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich so um diese Biervielfalt kümmert und diese kommuniziert, weil viele einfach ein Bier im Leben in der Hand haben und kein anderes mehr in die Hand nehmen. Und für uns im Business oder in der Szene ist es irgendwie selbstverständlich, dass wir das Bier vom anderen in die Hand nehmen und unseren Senf dazugeben. Und auch einen positiven Senf dazugeben, weil es uns Spaß macht zu trinken, ohne dass wir irgendwie uns das besser darstellen, nämlich einfach darüber reden und so, weil das einfach die Szene stärkt, weil es den Markt auch stärkt. Und das wollte ich schon mal loswerden, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man da uns einlädt Was ich und jetzt mal loswerden will, ist der Deckel von diesem Bier. Deswegen halte ich es jetzt mal kurz hier ins Bild. Das Kirter-Bier von Gut Forsting. Ich Kirter. freue mich hart. Ich habe es natürlich dieses Jahr Weil schon probiert. du schon kennst, ich kenn's halt gar nicht. Wir brauen ja in Forsting. Also Gut Forsting, so zwischen Ebersberg und Wasserburg gelegen, für die, die das interessiert. Nette kleine Genossenschaftsbrauerei. Schenk dir ein. Da musst du dieses Mal selber machen, Okay. weil die kann nicht diese zwei großen Flaschen auf einmal, das schaffe ich nicht. Ich lasse jetzt auch den Rest in der Flasche, das trinke ich dann aus der Flasche. So, aber hier, damit ihr mal die Farbe seht. Super klar, blank Prost. filtriert. Genau, bei Gut Forsting brauen wir. Gut Forsting macht jedes Jahr
wie sich das gehört für eine traditionelle bayerische Landbrauerei, ein Kirter Bier. Kirter, für die, die es nicht wissen, kurz für Kirchweih, in bayerisch Kirchweih. Ja, und jetzt kommt's. Ich habe nämlich dann mal tatsächlich, weil ich jetzt zu dem Bier selber, es ist ein klassisches bayerisches Festbier. Es ist kein, da ist nichts Tamtam, Craftbeer-mäßig, Kalkhoff oder sonst irgendwas, findet hier nicht statt. Aber deswegen habe ich mir gedacht, ich suche euch mal ein paar Infos zur Kirta raus. Prost erstmal. Prost. Das ist schon dieses gleich auch wieder so fast schon, ja, so märzenmäßig im Geruch. Jetzt werden wir stärker, oder? Festbier habe ich dir aber auch. Da spielen wir schon bei 5,4. Oh, das geht alles noch, alles ganz entspannt. So, jetzt aber Obacht. Okay. Ich habe nämlich extra dann noch gegoogelt, was es mit dieser Kirta auf sich hat. Meine Großeltern kamen aus Franken und aus Oldenburg. Sehr unterschiedliche Ecken. In Franken war die Kirchweih, Kerwa, wie die da sagen. Bei meiner Oma auf dem Dorf immer irgendwann im Juli, glaube ich, ist die. Und jetzt aber die Kirta hier ist immer am dritten Sonntag vom Oktober. Hier unten in Bayern. Ja? Also in diesem Altbayern. Und dann habe ich das mal so ein bisschen eruiert, was denn da los war. Da hat sich herausgestellt, dass also in Bayern es so war, dass beziehungsweise dass es traditionell so war, dass halt wirklich zum Jubiläum der Einweihung der Kirche, wie heißt das nochmal, ich weiß hier auch irgendwo steht, das Patrozinium der Kirche wurde gefeiert. Und die Problematik war aber, dass dadurch, dass natürlich diese ganzen Kirchen so im Umfeld von den anderen Dörfern andere Daten hatten, gab es halt ständig was zu feiern. Und jetzt stimmt, hier, dann hat man das und jetzt hier, genau. Da ja. Die Bevölkerung sich gerne an den jeweiligen Feierlichkeiten der Nachbargemeinde beteiligte, nahm in den Augen der Obrigkeit die Anzahl der Vergnügungsveranstaltungen und der damit verbundene Alkoholkonsum überhand. Deshalb wurde die traditionelle Dorfkirchweih durch einen zentralen Termin für alle Kirchen im Herbst, den dritten Sonntag im Oktober, ersetzt. Das klingt nach der Lobby von der Brauwirtschaft, die gesagt hat, ich kann nicht für jedes Dorf ein eigenes Bier brauen. Aber das wäre ja Quatsch. Also die hätten ja das größte Vergnügen dran gehabt, weil je mehr sie brauen und je mehr Leute da hingehen, desto mehr verkaufen sie. Stimmt auch. Also das liegt wirklich, das klingt nur nach der Logik der Kirche. Ja. Weil zu viel trinken ist irgendwie böse. Dabei haben die es doch erfunden. Also die haben es doch erfunden, naja, und gefördert. Egal, so viel, also zur Kirta. Aber das haben wir wieder bei der Gans, gell? Witzigerweise. Genau, auch wieder eine Gans drauf, beziehungsweise das habe ich ja nicht ganz verstanden. Ich wollte es mal eruieren, warum es immer Gans zum Kirt. Es gibt ja diese Kirta-Gans. Hast du noch nicht ganz verstanden? Nee, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Den doofen Wortwitz. Entschuldigung, es wird jetzt einfach nur dümmer. Gans am Wasser und... Naja. Das hätte dann in München verwendet, gell. Die müssten das groß feiern. Wir sind hier humoristisch auf jeden Fall ganz weit vorne. Wir hatten ja schon mal eine Gans hier auf dem Etikett mit dem Bildhopfen, aber halt keine Wildgans, nämlich eine klassisch gezüchtete, die dann vielleicht sogar verspeist wird. Also. Gans habe ich lange nicht gegessen. Aber es ist ein ziemlich stabiles. Es ist ein fantastisch. Ich finde, es ist halt. Eben, es ist ein bisschen stärker, es ist ein schön bisschen märzenmäßiger, ein bisschen malziger, unglaublich rund. Und also ich bin jedes Jahr von dem Kirta-Bier von Gut Forsting wirklich jedes Mal wieder begeistert. Ich freue mich da. Aber spannend, wie es die hiesigen Brauereien oder die ländlichen Brauereien vor allem, muss man auch sagen, vor allem die ländlichen Brauereien brauen, interpretieren. Ein Ding, wo es Isar-Kindl sein Bier macht, macht ein relativ dunkles Kirterbier, also so bernsteinfarbenes Kirterbier. Gut Forsting macht ein relativ helles. Ja, das ist relativ hell, kann man sehen. Aber alle machen sie Kirterbier. Das haben sie jetzt in München, ist Kirter nimmer
so en vogue. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich ja mit so Kirchengeschichten nicht so aus. Ich muss auch sagen, also zu dieser Kirche war von bei meiner Oma da in Franken, da bin ich früher mal gerne hingefahren. Weil es Kirchenbier gab. Nee, nicht deswegen, sondern weil ich halt ein kleiner Junge war und das lustig fand. Da gab es so Karusselle und Losbude und ja, die Kerber. Schießbude. Die Kerber, halt. Die Erlanger Kerber her. Ich genau. habe da einen Rausch davon gezogen, dass ich froh war, dass am Berg, wo dieses Fest ist, dass es vom Berg wieder runtergeht und ich da nicht. Ja, da war ich nie. Aber also das ist schon in diesem Kaff, wo ich da immer war, da wurde halt dann, irgendwann wurde natürlich da auch wahnsinnig viel Bier getrunken. Das fand ich dann später, als ich angefangen habe, Bier zu trinken, auch ganz lustig. Und dann haben wir da immer gegrillt mit der Family und so. Und irgendwann ist mir das zu viel geworden, ganz ehrlich. Unter uns Gebetsschwestern hier, da bin ich halt irgendwann mal da hingegangen und dann hat diese Alleinunterhalter-Band ja. da, beziehungsweise diese komische Kirchweih-Band, die da immer spielt, die spulen da dann immer ganz so ein Medley von Bryan Adams und danach haben sie aber halt noch einen nachgelegt und dann dachte ich mir, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und das ist mir fast peinlich, dass ich das kannte. Aber sie haben halt dann Original Onkels da gespielt und das ganze Dorf hat mitgesungen. Wieso ist dir Onkels peinlich? Weil ich Onkels total Banane finde. Echt? Das ist eine total Proll-Bauern-Band. Entschuldigung, wenn ich da jetzt irgendjemandem zu nahe trete. Also, nee, keine Entschuldigung. Also, ich finde die auf jeden Fall schrecklich und extrem peinlich. Und ich fand das dann auch extrem peinlich, dass da dieses ganze Dorf irgendwie, die Hälfte war noch nicht mal auf der Welt, als sie Mexiko geschrieben haben. Und dann singen sie darüber, aber wie sie dann mit ihren Fußballhorden durch die Welt ziehen. Ich fand's Panne. Seitdem bin ich dann nicht mehr hingegangen. Aber grillen war mal super. Wir trinken natürlich auch. Auf jeden Fall ist Kirta oder Kerber Kirta und Kerber ein wichtiger Termin in der... Nicht in meiner Welt. Nicht in deiner Welt, aber in der... Außer für das Kirta-Bier von Gut Forst. Ja. Macht ihr auch mal ein Kirta-Bier? Ihr seid ja, ja schon... Na, ihr seid so ja weit schon, sind wir nicht da. Aber ihr seid schon ein bisschen... Also, jetzt mal nachgehakt. Ihr seid ja schon... Du hast ja auch am Anfang das erzählt mit dem Brettern und Mitzelbier irgendwie. Und dann seid ihr ja relativ schnell tatsächlich auf Helles, total Merzen, klassische Radler, eher Biere. Super klassisch gegangen. Und da ja auch jetzt nicht, und das ist gar nicht negativ gemeint, da ja jetzt auch nicht so super experimentell. Also ihr seid ja jetzt nicht welche, die da irgendwie hingehen und super nee, wir haben crazy. Kein hoffengestopftes Helles gemacht, weil es einfach ziemlich crazy war, was der Tim da gemacht hat. Das da gab es schon eins. Ja, da gab es schon eins. Darauf wollte ich gar nicht war raus. War schon ziemlich crazy. Also, großen Respekt, raus. Dass ihr da so Erfolg habt, aber es war, uns war es zu crazy. Aber darauf wollte ich gar nicht raus, sondern genau eben auf diesen Punkt, zu crazy für euch. Also ihr seid ja eigentlich schon so ein bisschen der Tradition verpflichtet. Der Tradition verpflichtet sind wir nicht. Aber es kommt einfach von uns als Brauer ein bisschen daher, wo wir, wie wir Bier kennengelernt haben und lieben gelernt haben und brauen gelernt haben. Mhm. Also ich komme aus dem Rosenheimer Eck und witzigerweise kenne ich Gut Forsting tatsächlich nur über euch, weil es hinter Rosenheim ist, also nochmal östlich vom Inn. Ich bin westlich vom Inn, eher am Mangfall, Schlossbrauerei Maxl Rhein. Mhm. Wo ich her bin, wo es auch in der Bierkiste Biere gibt, was mich gefreut hat, die Leo Weiße, tolles Bier. Und Simon als gebürtiger Münchner, auch im Westend daheim, also das Bierlieben gelernt hat über die Biervielfalt, aber ich würde jetzt sagen auch vom Gemüt her, das klassisch, dem Klassischen verbunden ist und da Rainer, sage ich jetzt mal, knallhartes Betriebswirt, gell, ja. Schaut auf die Zahlen und sagt, was geht denn? Und da ist... Ja, und das ist nicht da vorne, vor allem in Freising. Genau, da liegt halt Freising Helles ganz vorne. Genau, deswegen... Ja, aber ich finde das so ganz spannend, also dass das ja auch... Und trotzdem treibt ihr euch aber ja in dieser
in dieser Szene. In der Kreativbier-Szene rum. Seid ihr ja irgendwie, und das seid ihr auch integraler Bestandteil, Ja, muss weil man es schon uns sagen. wichtig war, halt da einen Kontakt zu halten, weil ich kann auch einen Kontakt irgendwie zur konventionellen, klassischen Braubranche, wo man ja jetzt Szene sagt, nämlich Braubranche halten, aber da Ja. wird es halt ganz schnell schwierig und gar, weil das halt einfach manifestierte Systematiken, Strukturen sind, wo der eine dem anderen was wegnimmt Ja, und ja. Ja, so das die sagtest du Bier, ja auch junge vorhin. Bierszene, die wir hier irgendwie leben in der Bierkiste, lebt nicht davon, dass wir uns gegenseitig was wegnehmen, nämlich Ganz im irgendwie. Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Genau. Also, ihr lebt ja davon, dass man sich gegenseitig supportet. Das Genau. betone ich ja auch immer gerne wieder. Und das hast du ja auch vorhin schon wirklich schön auf den Punkt gebracht. So, also, das denke ich, ist ja auch das, was das auszeichnet. Wir versuchen schon, dass wir auf Veranstaltungen, auf Craft-Bier-Festen, besondere Biere dann kreieren, dass wir Kleinsude machen, hopfengestopfte Helle zum Beispiel. Also ich bin schon nach wie vor ein Fan von untergärigem Bier, weil ich davon überzeugt bin, dass untergärige Biere einfach die süffigeren Biere sind, von denen man die Leute einfacher begeistern kann. Meinungsstark. Ja, also ein Ja, Weißbier-Hopfenstopfen ist halt einfach. Ist geil, aber es ist halt irgendwie schwierig, die Leute davon zu begeistern. Und das ist halt die. kann ich ja Nee. jetzt so nicht behaupten. Aber egal. Ich würde sagen, also wir haben hier echt noch eine Menge Zeug in der Flasche. Wir haben beide aufgemacht, gell? Jetzt Das ist das will Schöne ich der Öffentlichkeit, wir haben aber auch. beide aufgemacht und Genau, jetzt jetzt will ist ich so. aber auch wissen, was passiert. Deswegen würde ich sagen, Wir stürzen, oder wir machen wie? gleich nochmal so ein kleines Päuschen, weil wir sind hier schon wieder bei fast 1,20. Da müssen wir mal irgendwie das vielleicht ein bisschen abkürzen und den Leuten, ihr könnt ja dann ja auch zu Hause einfach schnell Pause drücken und wie gesagt, solange irgendwas machen oder auch einfach das Bier austrinken und genießen. Macht ja Spaß. Wir würden dann, glaube ich, mal dasselbe machen. Und dann kommen wir zurück für die letzten zwei. Zwei spannende Biere, Also soweit ich das unser so Zustand mitgekriegt habe. wird zunehmend witzig, auf jeden Fall. Prost. Prost. Das freut mich sehr. Zur Empfehlung kann ich das Kirter Bier tatsächlich geben, wenn du sagst, du bist auf dem Christkindlmarkt und willst vor dem Christkindlmarkt noch ein stabiles Getränk, weil am Christkindlmarkt kriegst du eigentlich in der Regel Glühwein. eher instabile Getränke, die für Kopfweh sorgen. Von dem Warum her. wollte man da auch hin? Das ist so ähnlich wie mit. Naja, weil wir haben Ja, ja, ist so wir ähnlich bei wissen mir wie ja, mit dass wir uns Onkels. früher oder später irgendwie mit dem Bier und dann genau an der Glühweinhütte treffen. Früher oder später treffen sich alle und ich kann empfehlen, dass man einfach so ein Kirterbier einfach davor trinkt und weiß, was gut ist und Also mich wirst du so an kann keiner ich. Glühweinhütte treffen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das wird nie stattfinden. Dann Halte ich halt mich nicht. fern. Also, ach, oh Gott, ist schrecklich. Denn so Es gibt auch Glühbier. diese ganzen Das ist zwar scheiße, aber es Firmen, die gibt auch dann, Glühbier. diese ganzen Firmen, die da immer so ihre Ausflüge machen dann und dann, also wirklich nur mit dem Ansatz, dass sie jetzt so entweder mit Steffi aus der Personalabteilung irgendwie was anfangen oder halt aus Versehen ihrem Chef hinten auf den 400-Euro-Mantel kotzen. Ich kenne mich ganz erjagen mit. Also das ist wirklich, was Dann brauche ich kommt nicht. auch Freising. Das ist dann vielleicht der Münchner Stil, Das mache ich mal. der dann. Ich setze mich in die S-Bahn demnächst, versprochen. Ich Bitte mache gerne, das. ja. Vielleicht dokumentiere ich das für euch. Meinen Ausflug nach wildes Freising. Ich war da schon mal. Ich war auch tatsächlich früher, ganz früher mal in Schneiders. Aber das ist richtig, richtig lange her. Da sprechen wir von den 90ern. Da gab es hier noch nichts mit Craft Beer und so. Wollen wir noch mal eine rauchen Ja, wir und gehen das noch mal Kirter eine Bier rauchen. austrinken? Trinkt das Kirter Schau Bier uns aus. an. Ja, wird interessant. Bis gleich. So, sind wir wieder da. Hopfebräu. Ja, also ihr seht schon, er wird immer lustiger bei uns hier. Wir sind jetzt hier beim Gipfeltreffen. Ich habe es irgendwann fälschlicherweise mal als Gipfelstürmer eingetragen, aber es ist das Gipfeltreffen.
Das heißt nicht umsonst so. Hoppebräu hat mal wieder ein Collab gemacht. Wir hatten es schon ein paar Mal erklärt, oder ich habe es schon ein paar Mal erklärt hier. Collabs, sehr beliebte Sache, dass Brauereien, und auch da sind wir wieder bei dem Thema gegenseitiger Support, sich zusammentun und zu sagen, ey cool, lass doch mal zusammen ein Bier brauen. Wir haben ja kürzlich auch eins gemacht mit ganz, ganz vielen Leuten, aber da verraten wir jetzt noch nichts drüber. Das verraten wir dann vielleicht im Dezember. Ist es da das schon reif? Könnt ihr hinhauen, dass es da schon ready ist. Da verraten wir das dann eventuell. Anyway, hier jetzt also, wie gesagt, das Gipfeltreffen von Hoppebräu, Orca, Guggenbräu aus Südtirol und dem ominösen Bierdoktor, von dem also Hoppe auf seiner Webseite geschrieben hat, den kennt jeder. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht, wer der Bierdoktor ist. Ich habe auch keine Ahnung. Egal, lass mal aufreißen hier und gucken, wie es schmeckt. Und dann reden wir weiter. Ein dunkles Weißbier, genau. Schauen wir mal. Gipfeltreffen insofern passend, als dass der Markus vom Hoppebräu aus Warkirchen nahe den Bergen ist und das natürlich mit Birol zum Gipfeltreffen. Birol? Nein, Birol sind nicht dabei. Achso. Orca, Guggenbräu, aber Guggenbräu kommen aus Südtirol, also Berge. Mhm. Orca jetzt nicht ganz so gebirgig aus Nürnberg, kennt ihr vielleicht auch schon. Wenn der Franz sein Bier einschenkt, dann bin ich mein Bier einschenk. Der schenkt es halt schön nach. Ich schenk's halt schön ein. Ich hole nach. Dass das auch noch was aussieht. So. Boah, cremiger Schaum, Herr Mega. Das macht schon im Ansehen Spaß. Auf alle Fälle. Das ist wirklich, da guckt man gerne hin. Hängen wir mal einen Rüssel rein. Mhm. Schwierig bei der riesen Schaumkrone. Hm. Pardon, ganz vergessen. Prost natürlich an euch da draußen. Prost an dich. Hm. Ja. Schönes, dunkles Weißbier. Mhm. Aber auch ganz, relativ, schön, ganz schön klassisch eigentlich. Relativ schlank für ein dunkles Weißbier, wenn ich jetzt mal so sagen. Würdest du jetzt einfach so sagen? Ja, schon. Also ich sag mal, das hat 6,1%, ne, mein Freund. Ja, aber es schmeckt schlank. Schlank. Aber macht es gefährlich, macht es nicht schlechter oder besser, nämlich einfach nur gefährlich. Was ich toll fand, so an kleinen Side-Note, die ich da rausfinden konnte, ist, dass das Gentil, oder ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gentil Rosso Malz, das wird von dem Matthias von Guggenbräu höchst selbst angebaut. Und das finde ich einmal geil. Wie war das Gentil? Gentil Rosso Malz. Das wird eben von dem Matthias von Guggenbräu selber angebaut in Südtirol. Und ich finde sowas ja immer extrem sympathisch. Also ich mag das extrem gern, wenn Leute auch eben wie Birol, die du gerade schon erwähnt hast, die hatten wir auch schon ein paar Mal im Abo, einfach wirklich so sich komplett um ihre Rohstoffe kümmern irgendwie. Und du weißt so, da kommt mehrheitlich alles aus seiner Hand. Und das hat dann auch Hand und Fuß. Und das finde ich sehr, sehr schön. Nachhaltigkeit ist ja so ein Stichwort dieser Tage. Und die machen das natürlich spitze, weil da gibt es keine Fahrzeiten, kein gar nichts. Die ziehen das Zeug direkt von sich aus auf dem Feld irgendwie und verarbeiten es direkt. Der Rest geht an die örtlichen Tiere, Treber und Co. Und das finde ich spitze. Und das hat eben der Matthias eben von Guggenbräu hier auch gemacht. Wer dieser Bierdoktor ist? Hast du eine Idee? Nein. Ich habe keine. Nicht also im Annähernsten. Das sollte uns der Markus beim nächsten Mal bitte irgendwann persönlich erzählen. Irgendwann muss er uns das mal erklären. Also hier hinten auf dem... Gibt es uns ein Feedback Logo? In den Kommentaren, wer der Bierdoktor ist. Bierdoktor, melde dich bitte gerne.
Von der, also der hinlänglich bekannte oder berühmte Bierdoktor, so steht das ungefähr auf der Webseite von Hoppe. Also irgendwas habe ich verpennt. Ich weiß auch nicht was. Aber egal, geschmacklich hat das offensichtlich drauf. Also er hat einen guten Input geleistet. Alle Beteiligten hier ja, top notch. Das ist ein richtig schönes, starkes, dunkles Weißbier. Also auch spitze eigentlich für diese Jahreszeit. Da wird es einem schön warm. Das wiederum zum Beispiel, da kann ich jetzt sagen, hier, ne, da kannst du natürlich auch gut dazu essen. Ja, das ist ziemlich passend. Da kannst du so, oder sagen, das kannst du dazu brauchen. Also zum Kochen verwenden, also nicht nur während dem Kochen trinken, nämlich so mal den einen oder anderen Schuss mit ins Hereragur schütten. Was ich wirklich sehr empfehlen kann, dass man, wenn man Fleischgerichte kocht, nicht den öden Rotwein oder den billigen Rotwein reinschüttet, nämlich ein stabiles Bier reinschüttet. Das ist natürlich hopfenbetont, da muss man aufpassen, aber das ist jetzt mal ein vollmundiges, kräftiges, restsüßes Bier, das einfach einem gerade Fleischgerichten wirklich gut eine Nuance dazu. Ja, jetzt pass auf, ich habe ja normalerweise immer so eine Kategorie drin, Buch oder Platte des Monats. Habe ich dieses Mal nicht tatsächlich, weil ich den letzten Monat sehr wenig gelesen habe und auch leider keine neue Platte in die Finger gekriegt habe, wo ich gesagt habe, so, boah, die muss man jetzt auch mal unbedingt jemandem empfehlen. Wir machen jetzt eine neue Kategorie auf und du bist der primären Stargast. Total spitze. Das ist ganz geschert. Das Rezept des Monats. Das Rezept des Monats wäre total einfach und billig zu sagen, ist ein Ragu. Die Zeit schon geht. Nur wenn du erklären kannst, wie man Ragu macht. Nein, ich habe keine Ahnung, wie man Ragu macht. Ich kann nur Wildgerichte empfehlen, weil das irgendwie in die Jahreszeit passt und auch in die Jahreszeit passt. Shame on me, hoffentlich. Aber schimpft mich jetzt keiner meiner Försterfreunde, die ich aus Weinstefan gut kenne. Also du bist ja eigentlich die Wildgerichte-Saison vielleicht eigentlich tatsächlich früher ist. Du hast auch außerdem gerade in der Pause, als ich hier so ein mich, also da vielleicht so einen kleinen Snack reingeschoben habe, hast du ja gesagt, dass du eigentlich gar kein Fleisch isst. Zurzeit. Oder wenig. Genau, wenig, ja. Ich versuch's natürlich, ja. Was ist denn dein Go-To-Rezept so? Till und ich haben ja mal eine Kochsendung gemacht. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. War sehr lustig. Würde ich auch gerne. Nein, ich habe sie versäumt, aber ich finde sie sicher auf demselben Kanal. Hundertprozentig. Ja. Katerküche heißt das Ding. Wir haben uns überlegt, wir machen eine Kochsendung mit Rezepten, die man vor oder nach einem etwas exzessiveren Bierkonsum gut konsumieren kann, aber auch noch hinkriegt. Was ist dein Go-To so unter der Woche oder auch am Wochenende, wenn du sagst irgendwie, ui, das könnte sein, dass viel wert oder kann sein, dass viel war gestern. Was ist da so dein Ding? Rindsroulade. Rind? Das ist aber ja schon ganz schön aufwendig. Ja, aber wenn man es ein paar Mal macht, dann kriegt man es gut hin. Was einfach gut funktioniert, ist bei Fleischgerichten einfach tatsächlich den Rotwein auf die Seite stellen oder einfach gar nicht erst aufmachen, nämlich wieder in die Schublade stellen, nämlich ein dunkles, starkes Bier zu nehmen, weil die bringen die Restsüße mit und bringen nicht so viel Alkohol mit. Du musst es nicht so ewig auskochen, dass der Alkohol weg ist und einfach durch die Restsüße so viel Zucker mitbringen, der gut karamellisiert, der zu dunklen Fleisch passt. Also da soll man natürlich kein weißes Fleisch nehmen wie Hase oder so, nämlich dunkles Fleisch wie genau Rind. Wie zum Beispiel Rind. Deswegen heißt das auch Rindsroulade. Ja, aber einfach dunkle Biere nimmt zum Kochen. Also es ist. Ja, finde ich auch toll. Also ich bin da ja großer Fan von. Jetzt ist ja, also Rindsroulade einfach scharf, halt alles scharf anbreiten und nicht mit Rotwein ablöschen, nämlich mit Bier ablöschen. Mhm. Was bei uns zum Beispiel mit dem Märzen, mit dem Schmankerl gut funktioniert oder einfach mit Weißbieren gut funktioniert. Man muss ein bisschen aufpassen mit der Kohlensäure, dass nicht alles übergeht, aber einfach alles richtig scharf anbraten und mit dunklen Bieren ablöschen. Schön. Weil wir haben ja
Bei uns wächst, das hätte ich beinahe gesagt, dass der Rotwein nicht wächst. Bei uns wächst leider auch kein Bier. Und was So dazu? ist es da. Wie war es dazu? Ja, was gibt's dazu zum Gnädel. Knädel? Knädel? Semignädel. Aber nicht auch Was noch, für Biere? nicht auch Nein, noch, nicht auch noch entsprechendes, genau selber das gemacht. Biere. Nein, genau entsprechendes Bier dazu. Also zum Beispiel Ach so, Weinsbraten, aber die einfach ein Knödel machst du dunkles nicht Bier. selber. Doch, natürlich. Du willst mir erzählen, wenn du so Nein, einen ich. richtig fiesen Kater hast, dann stehst du morgens auf, gehst erstmal in die lokale Metzgerei, holst dir da so Ja, Rindsrouladen. natürlich, ich bin ein Oberbayer, der hat das im Schlaf drauf. Ich glaube, er lügt. Da stimmt doch was nicht. Ja, aber was meinst du dazu? Als Naja, nee, Beilage oder zum Trinken Knödel, dazu? ja, eben, Ja. ne, das fand ich schon. Na, ich bin ein Fan von Semignädel, aber ich verstehe, dass das ziemlich aufwendig ist, Da hätte natürlich. ich ja jetzt keinen Ja. Bock, die selber machen zu müssen noch. Also, mir wären schon Rindsrouladen zu aufwendig, glaube ich. Ich bin ja ein Freund der Carbonara oder sowas. Ja, genau, ganz Voll einfach. Pasta. Ganz einfach, zack, zack. Kann Wie wir man, kann wieder man. beim Little Things wären, wo du vorhin schon die Pasta Carbonara empfohlen hast. Die natürlich dazu passt, aber Bitte was? die Nudel Carbonara empfohlen hast zum Wheat Ale, zum Citrus Ale. Nee, das war Pasta mit Frutti di Mare. Okay. Da ist ja auch, die müsste man dann erstmal zu Hause haben und so. Und da brauchst du tatsächlich auch. Wobei, das könnte man auch probieren. Also da bräuchte es ja eigentlich eine Flasche Weißwein für. Aber könnte man natürlich auch mit so einem zitrusigen Pale Ale zum Beispiel, könnte man das auch probieren. Werde ich Ja. demnächst mal machen. Das könnte geil sein. Werde ich ausprobieren und Bericht erstatten. Ja, mache ich nämlich wirklich Du gerne. kannst ja eigentlich generell diesen Wein sparen, weil das ja ist so. Alle verwenden dann eher so den süßeren Wein zum Verkochen. Du kannst auch genauso ein Bier nehmen. Und wenn es Klar. schon offen ist, dann kannst du es auch dazu trinken. Zum Essen. Also Das ist für vollkommen mich korrekt. gibt es jetzt Meine in unserer Lieblings. Region eigentlich nicht den Grund, in Franken oder in Norddeutschland, Mitteldeutschland irgendwie schon das passende Pendant, dass man Wein nimmt. Aber in unserer Region, finde ich, kann man genauso das Bier nehmen, wenn man schon damit kocht. Meinungsstark wie eh und je. Ja. Xaver von Isakindl. Ist ein stabiles, gutes Bier und mich freut es, dass der Markus vom Hoppebräu, gebraut in Waukirchen natürlich, sich immer wieder den Aufwand macht und sagt, er ladet Leute nach Waukirchen ein und macht sich eine Gaudi an dem Tag und macht sich den Aufwand zu sagen, er macht mit guten Freunden ein besonderes Bier, um die Biervielfalt zu feiern und Aber man zu muss auch feiern sagen, und es fällt natürlich relativ leicht, so eine Einladung von Hoppe anzunehmen. ja, Also, weil weil wenn die man da mal Location war, einfach diese ziemlich. Location ist wirklich der Knaller, also diese Brauerei dort. Das muss man mal gesehen haben, wenn ihr da mal vorbeikommt in Waakirchen, macht das. Die haben einen wunderschönen kleinen Brewpub mit einem Biergarten, wo man bei gutem Wetter auch sitzen kann. Wirklich mit Blick auf Pferde, Berge und sonst nichts. Man muss ganz genau auf den Zugplan schauen. Das erste und letztes Mal, wo ich dort war, mit euch tatsächlich, war an der inoffiziellen Eröffnung von der Brauerei von Markus. Wo Ilse Aigner da war. Nee, das war am Tag danach. Also Ilse Aigner haben wir persönlich ja nicht gesehen. Das war Ach, am Tag aber davor. irgendwer anders war ja Doch, da. das war schon, aber wir waren ja am inoffiziellen Abend da. Und die Ilse Aigner am nächsten Tag. Ich weiß, dass der örtliche Schützenverein vor Ort Ja, war. genau, der war an dem Abend da. Die waren Und reichlich irritiert, wie diese Craft-Beer-Leute aussehen. Es war sehr, sehr aber witzig. es hat total Spaß gemacht und mich gefreut, so die ganze Community zu sehen, so aus München und Umland anreisen zu sehen. Und es hat so Spaß gemacht, dass ich die letzte Bob nach Holzkirchen Richtung München verpasst habe und dann bist du halt geratzt. Und dann bleibt dir nur der Weg zurück zur Zapferei. Das ist bitter, ja. Ja. Durftest du da wenigstens dort übernachten? Nein, ich habe dann das Taxi zur Mein nächsten Gott, Bob genommen. nach Schaftlach auch. Schachlach, genau das ist dann. Also allein schon Näher in 30 Waukirchen, Euro für ich das will jetzt Taxi nicht sagen, dass du rausgeschmissen. da nicht tot über den Zaun hängen willst, das stimmt überhaupt nicht, aber ich wollte dann nach Hause. Also.
Sonst wäre sie auch tot über dem Zaun gehangen. Aber Respekt, dass der Markus irgendwie die Leute nach wie vor nach Waakirchen bringt und mit ihm besondere Biere braut, weil aber es rentiert sich aus, eine geile Anlage. Der Genau, war ja starker kürzlich Typ. auch bei diesem geheimen Call-Up, den wir gemacht haben, von dem wir jetzt noch nichts verraten, war da natürlich auch dabei. Da waren einige dabei. Das war wirklich Ich bin sensationell. gespannt. Ich Ich bin gespannt, behaupte, weil das wird was einer das der wird. größten Collabs, die es in Deutschland je gab. Auf jeden Fall Also an mit die Mengen, stärksten. an der Menge an Brauern meine ich jetzt. Und Wer da mit am alles so beteiligt stärksten. war. Also gefühlt hat jeder noch einen Sack Malz mit reingeschüttet. Da Und war, ist auf das jeden Fall Zunder drin. Ja, das wird ein Bier ein Bier für für die Ewigkeit, Bier ein für Bier länger, für genau. ein Bier für die Ewigkeit, weil es ein Bier auf dem Max ist, der es verdient Verrätst du doch hat. alles. Ja, das ist doch klar, oder dass es auf dem Max ist. Das ist doch Na gut, dann hauen wir es ein. raus. Genau. Hauptest du raus? Nee, Nein. war ja die Idee zu sagen, man macht ein Bier, wo man sagt, okay, das lasse ich stehen für die Ewigkeit. Oder ich sage, das ist so geil, ich wache sofort auf. Es ist so stark, dass Also es für die Ewigkeit hält. die Idee dahinter, oder vielleicht kurz zur Erklärung. Max, unser lieber Freund Max von Jeckjohn Kraut, ist ja dieses Jahr leider viel zu früh verstorben mit 34. Und wir haben überlegt, was können wir machen. Dann haben wir gesagt, also es war sofort klar, natürlich brauchen wir dem Bier. Max hat immer gerne Bier getrunken, er hat es gerne gebraut. Und war auch sonst kein Kostverächter, wenn es ums gute Leben geht. Und dann standen Till und ich am ersten Abend, so wo wir das wussten, standen wir zusammen in einer Kneipe und haben so rumüberlegt, was könnte man denn für ein Bier machen. Und dann ist Till mit dieser wirklich extrem guten Idee, wie ich finde, um die Ecke gekommen und hat gesagt, so, lass uns ein Bier machen, das dem entspricht, wie Leute trauern. Manche brauchen länger, manche nicht so lang. Manche können das rational für sich klären und dann ist das abgehakt für die. Andere Menschen brauchen deutlich länger. Und dann war klar, wir machen Bier, das nicht schlecht wird. Und das haben wir jetzt gemacht. Es waren, wie gesagt, ganz, ganz viele Leute wirklich von überall her dabei. Großen Spaß gemacht. Es war wirklich ein Riesenvergnügen und ich bin gespannt auf das Bier. Ich hoffe, es schmeckt. Aber ich mache mir jetzt keine so großen Sorgen. Und irgendwann wird es das geben und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Das wird auch auf jeden Fall eine schöne Nummer. Und ich finde es eine tolle Art von Andenken an Max. So, also Jetzt kommt der. besser kann man den Kerl nicht gedenken, als zu sagen, hey, da ist ein Bier irgendwie, das könnt ihr heute trinken oder in 10 Jahren so. Macht keinen Unterschied. In 10 Jahren schmeckt es wahrscheinlich noch besser. Werde mir definitiv zwei holen, eins sofort trinken und eins in 10 Jahren erst trinken, Ja, um zu schauen, wie das sich's entwickelt, weil geht das mir ist ähnlich. Nachdem ich an der ja. Quelle sitze, vielleicht hole ich mir auch drei. Und trinke zwei Okay. sofort. Du Weil verrätst die Quelle natürlich öffentlich in nicht. Max Andenken muss man das Ding ja schließlich aus dem Maßkrug Ja. trinken. Ich habe heute gesehen, wenn wir schon dabei sind, bei Facebook-Erinnerungen werden dann da ja mal angezeigt. Ich habe heute gesehen, dass wir heute vor 6 Jahren haben wir das Sidekick abgefüllt, das Super. Max und ich gebraut haben. Das war ja ein Imperial Stout mit 9,5. Dann bringt Martin, nee, wie heißt der? Bringt Pinkert. Bankert. Pinkert. Und dann, das war ja so ein 9,5-prozentiges Imperial Stout, also relativ wilde Nummer. Und als wir das released haben, dann damals im frischen Bier und beim Saluki, da hat Max das wirklich aus Maßkrügen getrunken. Ja vollkommen irrsinnig. Also, aber naja, egal, in diesem Sinne, Auf dem Max. auf Max. Ich würde am liebsten so anstoßen, dass die Gläser zerhaut. Auf jeden Ehrlich, also Fall. emotional.
wir müssen Ja, Pendants halten, weil wir hier Öffentlichkeit genau, wir reißen Arbeit uns jetzt leisten, mal aber zusammen. Vielleicht machen genau. wir eine kurze Pause, trinken unser dunkles Weißbier aus und dann machen wir weiter mit dem letzten, weil wir sind jetzt echt schon hier ganz schön drüber über der Zeit langsam. Ich würde sagen, wir stoßen hier nochmal auf den Max an. Ihr könnt das zu Hause auch machen. Das war ein guter Typ. Prost. So. Wir haben zwischenzeitlich mal ausgetrunken. Ich hoffe, ihr auch. Wir nähern uns der Endmarke. Letztes Bier. Geil. Munich Brew Mafia mit ihrem Green Business Let's talk about 20, business. 2023. Ich weiß nicht, ob ihr das Oh jetzt Gott, ich mach nichts. stellt schon wieder nicht scharf. Kannst du mit dem Feuerzeug kein Bier aufmachen, oder was ist da Doch, los? aber ich mach dein Feuerzeug Meine kaputt. Güte. So, genau. Also, Munich Brew Mafia, Green Business. Schauen wir mal. 0,36% Hallertau Mittelfrüh und Solero, Green Hat Business. auf jeden Fall Spaß im Schuh, Spaß am Glas. Ist ja im Gegensatz zu euch ein Frischhopfenbier, Ja. aber kein Wildhopfenbier. Kein. Frischhopfen heißt in dem Fall, dass also tatsächlich Frischhopfen verwendet werden. Gibt einen Unterschied zwischen Frischhopfen und Grünhopfen. Das hat mir auch der Dario, der Brauer von der Munich Brew Mafia, erklärt. Was auch logisch ist, dass es einen Unterschied zwischen Frischhopfen und Grünhopfen gibt, weil der Grünhopfen ist tatsächlich der grüne Hopfen, der Hopfen, die Hopfenleute frisch vom Feld direkt verbraut. Und das. Nee, das Grünhopfen ist das Bier, das mit der frischen Dolde verbraut ist, und der Frischhopfen ist ein Bier, wo du die Dolde erst noch gedarrt hast. Also frisch gedarrter Hopfen, der dann im Bierbrauprozess verwendet wird. Was eigentlich mehr Sinn macht. Ja, Aromatisch. bei mir ist jetzt schon wieder, ich weiß nicht, was heute los ist. Also ich habe ein frisches Glas und trotzdem ist der Schaum schon komplett zusammengefallen. Bei mir steht da wie eine Eins. Entschuldigung, manchmal bin ich ein einfaches Gemüt. Wildes Ding. Ich hab mir die Hopfen noch rausgeschrieben. Ist ein Hallertauer Mittelfrüh und ein Solero. Ich hatte auch Alex tatsächlich, den habe ich kürzlich getroffen, den habe ich dazu befragt, wo ich ihm gesagt habe, ey, wir haben das im Bierabo. Alex von der Brewmafia, an dieser Stelle, liebe Grüße. Und ja, er meinte dann auch so, ich kann dir da jetzt eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist ein Frischhopfen und fertig. Und den haben wir halt da benutzt und das machen die jedes Jahr. Also Stopp, ein. nein, letztes Jahr haben sie es eben nicht gemacht. Doch, es gab einen 22er. Achso, Ja. okay. Der Also. Dario hat mir nämlich gesagt, dass es die letzten Jahre nicht gemacht hat, weil so, ah, ihr nehmt immer denselben Hopfen her und das ist ja nichts Neues und so. Und deswegen hat er es mal ausgelassen, weil es vorletztes Jahr. Ich meine, es gibt 22er. Vielleicht haben sie es 21 Vielleicht mal ausgelassen wird. oder so, aber ich meine, es gibt einen 22er. Ist ja auch egal. Scheiß der Hund drauf. Diese Nummer mit den Jahreszahlen auf dem Etikett, die haben sie auf jeden Fall bei euch abgeschaut. Absolut, genau das haben sie von uns abgeschaut. Auf Ganz, jeden Fall ist ganz es frisches klar. Zeug. 2023 ist bewiesen. Ihr habt frisches Zeug im Glas. Also. Ja, kann man schon machen. Ich finde allerdings, ehrlich gesagt, und das ist ein bisschen was, was mich latent stört, man schmeckt die 6%. Ja, das stimmt natürlich. Das Ja. find ich schwierig. Das fand ich jetzt gerade toll bei diesem dunklen Weißbier, was wir eben hatten von Hoppe und Co. So, dass man da das nicht so rausschmeckt, diese Zündigkeit. Hier finde ich,
merkt man es. Also das ist, wenn man es trinkt, dann merkt man schon so, okay, das ist jetzt wirklich aber richtig Schwung im Glas. Und das finde ich ja persönlich immer so, erstens finde ich, es braucht gar nicht so viel, aber gut, manchmal ist das geschmacklich auch notwendig, dass man es macht. Aber zweitens finde ich, ich weiß, ich mag das nicht so, wenn man es, wenn es so auf dem Andruck schon so zündig ist. Wie Ja, geht's dir da? es macht speziell, das macht es natürlich neugierig. Es ist ein außerordentliches Bier, das man an einem Abend trinkt. Heute, Heute, nachmittags. ja, eher eben nicht nachmittags, nämlich am Abend. Ist auch schon 7:30 jetzt bei uns. Also bei euch ist jetzt wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 7:30. Ja. Aber Für uns passt jetzt auch, weil wir einfach jeder ein Sixpack Bier verkostet hat, was jetzt nicht ganz einfach ist, aber genau, wir haben auch tatsächlich jedes einzelne Bier ausgetrunken. Versprochen. darauf ein Prost, dass es ich einigermaßen eingehalten habe. Der Franz zu 100%, ihr habt es Nee, nicht ich glaube, gesehen, ich aber habe, ich ich habe das glaube, ein ich oder glaube, andere Bier doch stehen lassen. ich Also glaube, das Kirterbier habe ich von dem auf dem Kirter Hauptweg habe ich sitzen. noch ein bisschen was. Ja, ich auch. Aber ich habe noch was auf dem Nachhauseweg. Aber Was? zum Green Business gehört natürlich auch dazu, dass ich zum speziellen Bier einen stärkeren Alkoholgehalt mitbringe, weil der Alkohol ist und bleibt ein Geschmacksträger. Ja, Deswegen klar. sind alkoholfreie Biere, können schon auch geil sein, aber sie sind am Ende immer nur so halb geil, weil der Alkohol fehlt. Also Schau, da sind wir. Geschmack. Alkohol ist und bleibt ein Geschmacksträger für sämtliche Aromen, für Hopfenaromen, für Malzaromen, bleibt es ein nachhaltiger Aromaeindruck. Und So, wenn du und dann den kann. halt, wenn du halt extrem viel Alkohol hast, dann ist es halt ein intensiver Geschmackseindruck, der dir halt ins Gehirn gebrannt bleibt. Auf alle Fälle. Aber da drehe ich jetzt die Kurve zurück zu unserem Kochthema von vorher und sage, ist halt ähnlich eigentlich wie Butter. Das ist nicht gesund. Es ist nicht Butter. zwingend gesund. Nee, es Aber ist nicht gesund. sind wir ehrlich, in nahezu jedem Rezept ist so ein bisschen Butter ganz schön geil. Also Ja. das ist einfach so, das ist die Art Fett, die das ganze Ding nochmal so richtig aufdreht. Ja, das stimmt Und natürlich, da aber ist. Butter im Kontext mit Bier zu benennen, Franz, kennst du Ich dich benenne die ja wieder? auch nicht mit im Kontext mit Bier, sondern ich benenne sie im Kontext mit Kochen. Und ich Okay. sage, ist der Alkohol vielleicht ein bisschen die Butter, was die Butter beim Kochen ist? Ja, absolut, absolut. Wobei das Guck wir mal. wobei das im Kontext des Biers nach wie vor hier im Podcast oder im Video stattfindet, gefährlich Jetzt ist, fängst du weil wieder an mit. Butter Ja, einfach ein krasser natürlich. Fehlgeschmack ist. Ja, Ich da, ja, ja, das als wissen wir. DLG-Sach. DLG sind Sachverständiger. Ich find's gut. Vorsichtig Kannst du deinen Titel noch bitte. einmal aufsagen? Jetzt in dem Nein, ich Zustand? schweige mir. Doch, Ihr bitte. scrollt einfach Sag ihm eine noch Minute, einmal. eine Stunde und 40 Minuten zurück. Sag ihn noch mal auf jetzt. Sensorischer Sachverständiger für Bier und Biermischgetränke der Deutschen Lebensmittel-Landwirtschaftsgesellschaft. Guckst du mal. Genau. Ist Butter im Bier, also Butter mit Bier, ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ja, natürlich. Aber ich wollte jetzt auch Ich nicht die will nicht sagen, Geschmäcker dass hier vergleichen. ein Butter im Bier zu schmecken, nämlich eher den Alkohol mit Butter in Speisen Mir ging es eben nicht vergleichen. darum, das jetzt tatsächlich den Geschmack zu vergleichen, sondern mir ging es darum, den Effekt zu vergleichen. Also, weil du gesagt hast, Alkohol ist der Geschmacksträger Nummer 1 oder einer der Geschmacksträger Nummer 1, ging es mir darum zu sagen, ist vielleicht auch, das ist der Alkohol im Bier vielleicht sowas wie die Buddha bei die Fische, Absolut, absolut, wo man klar. einfach sagt, so, das kitzelt immer noch mal den Rest raus. Es ist und bleibt so, Aber auf jeden gut, Fall. bevor wir uns jetzt hier vertüdeln, Nicht umsonst ist es das letzte Bier, was ja Herzhaft, richtig willst du Spaß auch macht noch und in Stream kommen? was?
Willst du auch noch hier in unser Video kommen? Nein. Nein? Nein? Gut. Wir haben hier einen fantastischen neuen Mitarbeiter, Dominik, der arbeitet jetzt auch bei uns in der Bierkiste. Wenn ihr ein Tattoo braucht, dann könnt ihr gerne hier vorbeikommen und nach Dominik fragen. Vielleicht kriegt ihr seine Nummer. Der macht das sehr professionell seit sehr vielen Jahren und macht das sehr, sehr gut. Nebenbei spielt er noch Gitarre in so einer drittklassigen Punkband. Sehr vertrauenswürdig. Nein, die Band ist eigentlich auch ziemlich gut. Straightline, könnt ihr mal auschecken. Ich würde sagen, Wir haben mit für Dominik. heute, wir haben für heute genug gequatscht. Es sind jetzt 1:50 liegen wir hier in der Zeit. Mit dem Green Business schießen wir uns jetzt hier noch einen rein. Wir beide fachsimpeln noch ein bisschen über Butter und Alkohol. Und ihr zu Hause macht dasselbe und wir sehen uns Es hat nächsten total Monat. Spaß gemacht, Franz. Es hat mich echt wirklich Mir auch. gefreut, dass du mich eingeladen hast, dass Gerne. Tillmanns Biere sich den Aufwand macht und ich das in meinem Job genießen kann, dass ich so einen Termin wahrnehmen kann, dass ich über Bier philosophieren kann, Ja, über Leute solange du philosophieren den noch kann hast, den und Job. Also ich meine, wenn das jetzt die Leute bei dir im Rest der Firma sehen. denken Sie sich, hey, was macht der eigentlich für eine Arbeit, wo der übernächstes Monat eh dahin ist? Ja, klar. Aber dabei ist es noch mein Job und dabei erfreue ich mich daran. Und ich will es nochmal betonen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, es ist keine Selbstverständlichkeit, was sich die Leute in der Bierszene, in der Südbayerischen, in der Oberbayerischen, in der ganzen Bayerischen oder in der deutschen Szene für einen Arsch aufreißen, solche Bierarmors zu verschicken, Biere auszusuchen, die Szene zusammenzuholen, miteinander zu reden, drüber zu reden. Man könnte einfach auch einfache Helle miteinander vergleichen, was total irrsinnig und langweilig wäre. Sich wirklich Mühe Ja, geben ist ja und gut jetzt. Zeit geben. Genug Doch, der ich sehe. Lobhudelei. Es war auf jeden Fall ein ganz großes Vergnügen mit dir. Total, Es hat Franz, es hat mega riesen, Spaß riesen gemacht. Spaß gemacht. Ja. Und machen wir mal wieder, auch wenn du vielleicht. Ohne Video bitte dann. Ja, das sowieso. Ihr bleibt uns treu, bitte. Wie gesagt, 22.12. im Walter Mai. Der Da anstecken mit dem sozusagen Steffen. Tap-Takeover mit Steffen von Giesinger. Wir haben vorher am 6. Dezember, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir ein Craft Beer Tasting mit fränkischen Brauereien, das Seidler-Seminar im frischen Bier. Könnt ihr gucken, findet ihr online. Frisches Bier-München oder so, glaube ich, heißt das. Könnt ihr mal gucken auf die Termine. Wir haben Das nächste Abonnement im das Dezember steht nächste an. Abonnement im Dezember natürlich, aber wir haben vorher noch tatsächlich auch im Walter Mai Brucha zu Gast. Ich mal am 24., wenn mich nicht alles täuscht, aber guckt auch da einfach online irgendwie. Findet ihr für Brucha Leute, die eventuell in Stuttgart und Umgebung wohnen oder da unbedingt hinkommen wollen. Am 9. Dezember sind Till und ich höchstpersönlich in Stuttgart und erzählen über 10 Jahre Tillmanns Biere-Geschichte 10 Jahre seid ihr alt. anhand unserer Biere. Ja, fast 10 Jahre. Also Wahnsinn. nächstes Jahr, kommendes Jahr sind es 10. Und das wird sehr laut und dreckig und wild. Und sehr, sehr witzig. Also falls ihr da Interesse daran habt und zufällig in der Nähe von Stuttgart seid. Findet beim Kraftpaule statt am 9. Dezember. Findet auf der Kraftbaule. Kraftpaule-Seite den Link irgendwie zu den Events und den Tickets und so weiter. Wenn ihr in der um der Was steht Ecke von was steht bei Stuttgart euch seid. an? Bei uns steht Glühkindl im Samamera an. Es gibt Glühwein und Glühbier im Samamera im gemütlichen Ambiente. Und sonst, was Ab steht wann? an? Ab Anfang Dezember, wahrscheinlich erstes Adventswochenende. Achso, Boah, ich dachte, du machst jetzt so einen geilen so einen DDR-Move, irgendwie so. Oh, meiner Ansicht noch.
Nein. Gilt das ab sofort. Jetzt schießt du aus dem Hinterhalt, was bei uns angeht. Wir hatten einen gemütlichen Abend und ich habe aus der Spontanität erzählt und jetzt kommst du mit planerischen Sachen. Entschuldigung. Ich habe keine Zeit, dass ich jetzt meinen Terminkalender rausziehe. Ist okay, ist okay. Bei uns im Sommermärder ist immer einiges geboten. Also es orientiert sich immer nach Freising zu kommen. Allein schon wegen der riesengroßen Bierkarte Tillmanns Pilsner gibt es immer als stabiles Bier. Also ihr könnt euch safe sein, dass es immer stabiles Bier dort gibt. Es gibt ihr immer jetzt ein gutes Bier auf jeden Fall. Genau. Also ihr könnt nach Freising fahren und euch sicher sein. Also tatsächlich, so. Das ist wichtig, euer Herzen habt ihr aber auch immer am Hahn, oder? Ja. Okay, also dann kann ich sagen, es gibt auf jeden Fall immer zwei gute Biere. Eben, genau. Also man macht sich den Aufwand und komm, wir machen jetzt hier nicht mehr lange rum. Ja, genau. Peace. Ciao, macht's gut. Schön, bis zum nächsten Monat, genau. Ich hoffe, Wahnsinn, es war nicht zu lang. Aber heute haben wir ein bisschen überzogen, so wie bei Thomas Gottschalk. Ciao.